Richten Sie Ihren Bildschirm schon mal so ein, dass es für Sie passt, dass Sie genug sehen können. Und wir haben dann auch noch den ein oder anderen QR-Code. Den können Sie abscannen, können Sie ganz genau auch später machen. Ihnen kommt ja alles zu. Und bevor wir loslegen, heute mit unserem Thema Online-Kauf, das haben Sie in der Anmeldung schon gesehen, heiß erwartet von ganz vielen von Ihnen. Wir hatten ja schon mal ein Auftakt-Webinar gemacht und da gab es auch so viele Wünsche und Vorschläge und Fragen aus der Händlerschaft. Eines der wichtigsten Sachen war natürlich, wie sieht es denn aus mit einer API, wie sieht es aus mit einer Schnittstelle? Na, und diese und ein paar weitere Neuigkeiten erfahren Sie dann heute. Bevor wir starten, interessiert uns natürlich, von wo schauen Sie uns denn zu? Schreiben Sie doch einfach mal in den Chat, welche wunderschönen Orte in Deutschland sind denn hier vertreten? Aus Rhein, hallo Peter Gutzberg, das freut mich besonders, dass du wieder dabei bist. Hagen auch sehr schön. Nürnberg, Stuttgart, Gießen, da haben wir alles dabei. Gibt es noch ein bisschen Norddeutschland hier vielleicht? Naumburg, ja, auch sehr schön in Sachsen-Anhalt. Steinheim, Braunschweig, ja, Worms, Hamburg, na, da haben wir doch was. Mühlhausen, ach, das andere Mühlhausen, bei Neumarkt, ja, Stendal, ach, Marien heute in Stendal, nicht in Brandenburg. Ingo Seifert aus Gotha ist wieder dabei. Prima, Kiel auch, Wilhelmshaven und Sangerhausen. Hallo, Herr Feix, freue ich mich, dass Sie da sind und kam. Ja, wunderbar. Und ja, nochmal Rainer, prima. Also, Chat funktioniert. Wir freuen uns, dass Sie alle am Start sind. Und jetzt geht's auf, wir starten. Ich freue mich ganz besonders, dass mein lieber Kollege Ingo Kletz mit mir dabei ist, denn der Ingo verantwortet bei uns das gesamte Händlergeschäft genau für den Online-Verkauf. Und ich begrüße dich und freue mich, dass du da bist. Hallo, lieber Ingo. Hallo lieber Dirk, und ich grüße alle, die hier mit in der Runde sind, virtuell. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute dabei sind und werden Ihnen eine knackige Portion Online-Kauf geben. Darauf können Sie sich freuen. Kurz zu meiner Person, für die mich noch nicht kennen. Ich gehöre zum sogenannten Kernteam, was den mobile.de Online-Kauf damals mit aufgebaut hat und verantworte das gesamte Händlergeschäft im Bereich Online-Kauf. Und ich bin heute nicht alleine am Start, sondern ich habe zwei geschätzte Kollegen mit dabei. Und zwar einmal den Alex Thielicke und den Paul Stübing. Und die beiden werden sich selbst einmal kurz Ihnen vorstellen. Ja, danke Ingo erstmal für die Überleitung. Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Alex Thielecke. Ich bin Produktmanager bei mobile.de und hier im Bereich Online-Kauf tätig und konzentriere mich hier besonders mit meinem Entwicklerteam auf den Inserate-Teil, also auf die Inserate-Erstellung im Online-Kaufbereich, insbesondere natürlich auch auf die Qualitätssicherung und auf die Skalierung des Online-Kaufangebots. Freut mich sehr, hier zu sein und freut mich sehr, auch diese große Runde heute begrüßen zu dürfen. Ja, damit an dich, Paul. Ja, vielen Dank. Guten Morgen in die Runde, auch von mir. Mein Name ist Paul Stübing. Ich bin seit Juli diesen Jahres bei Mobile, also noch ganz frisch, und bin Teamleiter unseres Dealer Operation Teams, also sozusagen der Mann, der bei Ingo Kletz auch noch sehr kräftig unterstützt. Und ich und mein Team, wir sind vor allem für Ihre Fragen da in Bezug auf Inserate, Qualitätsprüfung und natürlich auch das Onboarding. Freut mich sehr, dass Sie hier sind. Und genau, das war es von meiner Seite. Ja, vielen Dank. Und damit ist auch alles bereit. Wir können quasi sagen, schnallen Sie sich bitte an. Take your seats, please. Es geht los zum Thema Online-Kauf. Wir werden Ihnen mal salopp formuliert ein Konzentrat verpassen zum Thema Online-Kauf in aller gebotenen Kürze. Einige von Ihnen werden das Thema Online-Kauf vielleicht schon kennen. Wir gehen davon aus, dass die meisten, die hier jetzt gerade zuschauen, das noch nicht kennen, und deswegen werden wir in den folgenden, sagen wir mal, 10, 15 Minuten versuchen, Ihnen einen guten Überblick zu verpassen. Und daran schließt sich dann das Thema Schnittstelle, das Thema Seller-API oder API an, weswegen hier heute auch viele eingeschaltet haben, wie wir zukünftig mit dem Thema Daten im Bereich Online-Kauf umgehen können und werden. Ja, vielleicht zum Einstieg einen kurzen Überblick in die Marktzahlen. Es stellt sich immer wieder raus, die Frage ist gar nicht mehr, ob sich der Markt verändert, sondern wie schnell er das tut. Und wir sagen nicht, dass ihr stationärer Verkauf, dass der stationäre Handel keine Rolle mehr spielen wird. Ganz im Gegenteil, das wird weiterhin ein wichtiges Standbein für den Autohandel sein und bleiben. Und wir sagen auch nicht, dass das Thema klassische Inserate und die Leads, die Sie von mobile.de ja schon bekommen und schätzen, dass das plötzlich keine Rolle mehr spielt. Auch ganz im Gegenteil, das wird weiterhin eine wichtige Rolle spielen.
Was wir sagen mit dem Thema Online-Kauf ist, das Kaufverhalten der Kunden verändert sich unweigerlich. Ob uns das persönlich gefällt oder nicht, steht vielleicht auf einem anderen Blatt Papier, aber Fakt ist, ein Teil der Kunden fängt an, das Kaufverhalten zu verändern in Richtung Online-Kauf. Und dieser Anteil der Kunden wächst und wächst. Und deswegen haben wir uns damals entschieden, dass wir auch einsteigen in das Thema. Seitens mobile.de, seit September letzten Jahres sind wir mit einigen wenigen Händlern gestartet. Und inzwischen, Sie können es auch live auf mobile.de sehen, sind wir bei etwas über 8000 Online-Kaufinseraten angekommen, Tendenz wachsend. Und vielleicht ein Wort noch zu unserem Geschäftsmodell. Der ein oder andere wundert sich, warum tritt mobile.de als Verkäufer gegenüber dem Endkunden auf? Wir haben uns in der Startphase damals entschieden, dass das Geschäftsmodell ist, was wir zum Start weg gut beherrschen können, wo wir einen einheitlichen Qualitätsstandard sicherstellen können. Und deswegen haben wir uns ganz bewusst damals dafür entschieden. Und wie Sie hier auf der Darstellung sehen, es ist sehr wohl unser Ziel, daran arbeiten wir aktiv, dass wir Ihnen, dass wir dem Handel auch ermöglichen, selbst als Verkäufer der Fahrzeuge auf mobile.de aufzutreten. Sie können sich vorstellen, das bringt eine gewisse Komplexität mit sich und wir werden im Herbst mit einer Pilotphase starten mit einigen wenigen Pilothändlern, um das in einer Testphase ja, zu verproben, zu testen. Das sehen Sie auf der rechten Seite dargestellt. Heißt, mobile.de entwickelt sich weiter. Der Markt entwickelt sich weiter und wir bieten Angebote auch für Sie als Händler, damit Sie auf verändertes Kundenverhalten bestmöglich vorbereitet sind und auch direkt einsteigen können mit der Vermarktung. Ja, eine häufig gestellte Frage ist, wer sind denn eigentlich die Kunden, die Online-Kauffahrzeuge kaufen? Die Antwort fällt dreigeteilt aus. Zunächst einmal, ja, es gibt eine Art von Kannibalisierung. Es gibt durchaus Menschen aus der klassischen Inseratszielgruppe, die ich nehme mal den 45-jährigen Familienvater, der am Wochenende, anstatt zu Ihnen einfach ins Autohaus zu fahren, weil er auch noch im selben Ort wohnt, online ein Fahrzeug bestellt. Ja, das kommt vor, das ist aber nicht die Regel. Was wir darüber hinaus erleben, ist, dass die Inserenten deutschlandweit Fahrzeuge kaufen, um Ihnen mal ein Gefühl dafür zu geben, weil wir häufiger gefragt werden, ja, wohin verkauft ihr denn die Autos? Wie weit werden denn die Autos verkauft? Der Durchschnitt liegt bei über 400 Kilometern vom Fahrzeugstandort bis zur Wohnadresse des Kunden. Das sind enorme Distanzen. Wir reden hier von Durchschnittswerten. Da gibt es sicherlich Spitzen nach oben und nach unten. Wir haben auch in der Spitze über 800 Kilometer. Ja, es gibt auch mal Verkäufe direkt in die Nachbarschaft. Aber Fakt ist, durch diesen hohen Durchschnittswert erreichen wir wirklich deutlich, deutlich überregional die Kunden. Und der dritte Bereich, und ich würde sogar sagen, mit Blick auf die Zukunft, der wichtigste Bereich, sind die sogenannten Digital Natives. Das sind Menschen, die inzwischen jenseits der 30 sind und auch in der Lage sind, 30.000 Euro für einen Gebrauchtwagen auszugeben und das auch tun und diese Gebrauchtwagen dann auch online kaufen. Das sind Menschen, die sagen, ich brauche keine Probefahrt mehr. Ich habe mir das Auto am Smartphone angeschaut. Da sind wir beim Thema Inseratsqualität, wo wir nachher noch drauf eingehen werden. Ich weiß alles, was ich wissen muss über dieses Fahrzeug, habe es mir online angeschaut und ich kaufe es, nachdem ich es mir online angeschaut habe, ohne eine Probefahrt. Dieser Anteil der Menschen nimmt zu und genau dafür ist auch das Online-Kaufangebot für Sie als Händler zugeschnitten. Wir führen Sie einmal kurz und knapp durch den Online-Kaufprozess. Wir werden jetzt nicht auf alle Schritte eingehen. Wenn Fragen im Chat sind, gehen wir da gerne nochmal gesondert drauf ein, aber in der gebotenen Kürze. Sie sehen hier einen mehrschrittigen Ablauf. Mein Kollege Alex Thielicke wird nachher noch im Bereich Schnittstelle Seller API darauf eingehen, wie entstehen denn eigentlich die Online-Kaufinserate. Deswegen halte ich den Teil hier kürzer. Fakt ist, in Schritt 1, Sie arbeiten weiter wie bisher, was Ihre klassischen Inserate betrifft. Daran ändert sich überhaupt nichts. Wir sind in der Lage, anhand der Kriterien, die ich Ihnen gleich noch zeige, die Fahrzeuge vorauszuwählen und zu filtern. Für einen Online-Kaufinserat müssen Zusatzinformationen übermittelt werden, damit der Kunde vom Fleck weg kaufen kann und eben nicht vor Ort noch Absprachen stattfinden oder eine Probefahrt. Auch darauf werden wir noch eingehen. Was wir in Schritt 4 immer machen, das ist das Team von Paul Stübing, ist die Inserate zu prüfen, nicht nur auf Vollständigkeit, auf alle möglichen Kriterien. Es stellt sich immer wieder raus, wo Menschen arbeiten, werden Fehler gemacht und da ist es besser, wenn man die Inserate prüft. Ein wichtiger Punkt ist noch, dass wir in Schritt 6 vieles von Ihnen fernhalten, bevor wir überhaupt mit einer verbindlichen Reservierungsanfrage auf Sie zugehen. Heißt,
Wir qualifizieren die Kunden vor, machen die Finanzierungsvoranfrage und erst, wenn der Kunde da durchgekommen ist, dann fragen wir überhaupt das Fahrzeug verbindlich zur Reservierung an für die nächsten 48 Stunden. Das Ganze geht dann weiter. Wir bringen den Kunden durch die Finanzierung. Wir kaufen das Fahrzeug bei Ihnen an. Dann verkaufen wir das Fahrzeug an den Endkunden. Wir kümmern uns um die Zulassung über unseren Partner DAD Kroschke, schicken Ihnen die Kennzeichen, die Sie dann am Fahrzeug anbringen. Und im letzten Schritt kommt dann jemand vom Dienstleister DAD Kroschke und holt zum vereinbarten Termin das Fahrzeug bei Ihnen ab, inklusive einer Checkliste, so wie Sie es auch vor Ort kennen, wenn Fahrzeuge übergeben werden. Ja, das war jetzt einmal der Gesamtüberblick. Die wichtige Frage, die viele sicherlich noch im Kopf haben, welche Fahrzeuge kommen denn in Frage für das Thema Online-Kauf? Wir konzentrieren uns auf die sogenannten jungen Gebrauchtwagen, junge Pkw bis zu 4 Jahre. Sie sehen hier die Kriterien eingeblendet. Wir haben noch keine vollelektrischen Fahrzeuge. So viel darf ich verraten. Wir arbeiten im Hintergrund daran, dass sich das über kurz oder lang auch ändert und wir auch wenn alle Voraussetzungen gegeben sind, auch Elektrofahrzeuge handeln. Wir wissen auch aus dem Handel, dass die Standzeiten sich zum Teil aktuell erhöhen, auch gerade im Bereich der Elektrofahrzeuge. Von daher wissen wir, dass es gewünscht und gewollt ist, die auch mit anzubieten. Ansonsten sehen Sie auf der rechten Seite noch den Zustand der Fahrzeuge dargestellt. Da sollte nichts überraschen mit dem Thema HU, AU und Service. Solche Dinge sind in den allermeisten Fällen nach unserer Erfahrung bei den meisten Händlern eh üblich, dass Fahrzeuge aufbereitet werden für die Auslieferung und. Das sind Dinge, die ja in den allermeisten Fällen zum Branchenstandard gehören. Ansonsten noch ein Wort zu unseren Gebühren. Die sind 1,99% plus ein Sockelbetrag von 99 Euro. Dazu sind zwei Dinge wichtig. Einmal, das Ganze ist gedeckelt bei 699 Euro. Das wird vor allen Dingen wichtig bei höherpreisigen Fahrzeugen ab 30.000 Euro etwa aufwärts, greift dann die Deckelung. Und der zweite wichtige Aspekt ist nicht zu vernachlässigen, diese Verkaufsprovision, diese Gebühr fällt nur im Erfolgsfall an. Nehmen wir einfach einmal an, Sie haben 2 Monate lang 200 Fahrzeuge inseriert bei uns bei mobile.de im Online-Kaufbereich und wir würden kein Fahrzeug verkaufen, was ich nicht glaube, was auch nicht passiert, dann würde auch keinerlei Gebühr entstehen. Das heißt, Sie haben dann hierdurch keine Fixkosten, nur für die verkauften Fahrzeuge. Und ein bisschen greifbarer wird das Ganze anhand von zwei Beispielen. Einmal eher einen Kleinwagen, 15.000 Euro Fahrzeug, da sind wir bei knapp 400 Euro Gebühr, die sich rechnerisch ergeben. Und Sie sehen unten dargestellt bei teureren Fahrzeugen, gerade die Händler, die Premium-Marken im Portfolio haben, die kennen das. Da würde dann der Betrag höher sein, da greift die Deckelung auf 699 Euro. Ansonsten ist uns eins wichtig, und das sehen Sie in der Mitte symbolisch dargestellt. Das ist kein Spruch, das ist ernst gemeint. Zusammenarbeit als Partner, so kennen Sie das auch von mobile.de, und genau das gilt auch für den Online-Kaufbereich. Wir möchten mit Ihnen partnerschaftlich zusammenarbeiten auf Augenhöhe. Wir kümmern uns auf unserer Seite darum, die Dienstleister zu koordinieren. Da gehe ich gleich nochmal darauf ein, mit wem wir da noch zusammenarbeiten. Wir kümmern uns darum, dass Sie auch schnell Ihr Geld erhalten. Wir entwickeln das Online-Kaufprodukt weiter. Übrigens, bestes Beispiel ist heute das Thema Seller API. Das ist ein Beispiel für die Weiterentwicklung eines Produktes. So, ja, und auf der rechten Seite, kurz gesagt, brauchen wir von Ihnen hohe Transparenz, hohe Inseratsqualität, damit das in der Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Und dann ist das eine Partnerschaft. Und so machen wir das übrigens auch seit September letzten Jahres mit vielen, vielen Online-Kaufpartnern und es werden jede Woche mehr. Ja, noch ein Wort zu unseren Partnern. Ich sagte es schon, wir arbeiten, Sie sehen rechts, Abwicklung ab Kauf mit DAD Kroschke zusammen. Vielen mit Sicherheit bekannt für das Thema Zulassung und Auslieferung. Die Fahrzeuge werden auf der eigenen Achse überführt bis zur Wohnanschrift des Kunden. Das ist unter Umständen eine Besonderheit, die bei einigen anderen Anbietern anders gehandhabt wird. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Das funktioniert und DAD Kroschke ist ein verlässlicher Partner. Ansonsten arbeiten wir für die Endkunden Finanzierung mit der Santander Bank zusammen. Das heißt, der Kunde kann im sogenannten Checkout auch digital eine Finanzierung für das Online-Kauffahrzeug erhalten. Und in der Mitte dargestellt, unser Garantiepartner ist die K-Garantie für die einjährige Fahrzeuggarantie, die wir gewähren. Ich denke, auch die K-Garantie wird vielen von Ihnen geläufig sein. Vielleicht sind Sie sogar ohnehin als Händler bereits Partner der K-Garantie. Der Dirk Walter nickt gerade.
Also das sind hier Namen aus der Branche, die bekannt sind und mit denen arbeiten wir im Online-Kaufprozess inzwischen schon seit ja, fast einem Jahr erfolgreich zusammen. Kurz zusammengefasst, was haben wir Ihnen am Ende des Tages mit dem Thema Online-Kauf zu bieten? Schlichtweg mehr Reichweite, damit verbunden mehr Nachfrage. Das Ganze mündet in mehr Verkäufe, wie wir es schon sagten. Kunden erreichen Sie, die Sie sonst nicht erreichen würden, die nicht den Weg ins Autohaus finden würden, die digital affin sind. Genau solche Kunden können Sie mit diesem Produkt erreichen. Das zeigen auch unsere Zahlen. Und unterm Strich sollen sich dadurch für Sie Zusatzerträge ergeben. Und das Ganze ist eine Investition in die Zukunft, wobei wir sagen, das ist nichts, wo man darauf warten sollte, sondern the time is now, wie man im Englischen sagt. Der Zeitpunkt ist eigentlich reif, es jetzt zu tun und nicht zu warten bis anno Dünnemal, bis 2025. Ja, das ist jetzt ein schneller, wilder Ritt gewesen zum Thema Online-Kauf. Etwas kürzer und kompakter, als wir das sonst vielleicht machen würden. Das hat damit zu tun, dass wir dem Thema Seller-API, dem Thema Daten heute durchaus genügend Raum geben möchten, auch für Ihre Fragen im Chat nachher. Wir stehen, das will ich vorweg sagen, auf jeden Fall noch Rede und Antwort. Und bevor, wie soll ich sagen, bevor ich noch viel weiter rede, übergebe ich das Wort an meinen Kollegen, den Alex Thielecke, für das Thema Seller-API. Ja, danke Ingo. Genau, mein Kollege Herr Pietz hat es schon gerade angedeutet. Aus der Zusammenarbeit mit unseren vielen bisherigen Partnerhändlern im Online-Kaufbereich wissen wir, dass die Datenübertragung und vor allem die Schlankheit der Prozesse ein ganz, ganz wichtiges Thema ist für Sie als Händler. Deswegen wollten wir dem Thema Seller-API heute auch genügend Raum einräumen. Bevor wir in die Tiefe der Datenfelder eintauchen, auch gerne noch mal kurz ein paar Worte zum Vergleich zwischen klassischen Inseraten und Online-Kaufinseraten und damit gerne auch der Übergang zur nächsten Folie, bitte. Perfekt, genau. Hier sehen wir einmal die zwei Inserate, die wir hier haben. Also auf der linken Seite sehen Sie das klassische mobile.de Inserat, welches die Grundlage bildet für das mobile.de Online-Kaufinserat. Das heißt, eigentlich 99% der Daten, die wir im Online-Kaufinseraten verwenden, kommen bereits aus dem klassischen mobile.de Inserat. Ja. Wenn wir uns auf der linken Seite einmal das klassische Inserat anschauen, dann sehen wir hier, naja, die gewohnte Darstellung, wie Sie bereits kennen, sprich also Ihre Kontaktdaten gegenüber dem Endkunden sind angegeben. Wir verwenden selbstverständlich Ihre Fahrzeugbilder und auch Ihre Fahrzeugbeschreibung. Auf der rechten Seite dann sehen Sie ein Online-Kaufinserat. Wir nennen das einen digitalen Zwilling. Und dieser digitale Zwilling existiert zusätzlich zum klassischen Inserat. Also Sie haben dann sozusagen mit dem Online-Kauf zwei Inserate, einmal Ihr klassisches Inserat und zusätzlich noch sozusagen diesen Klon, dieses mobile.de Online-Kauf-Inserat. Was ist jetzt an diesem Online-Kauf-Inserat etwas anders? Naja, zum einen steht da mobile.de als Kontakt gegenüber dem Endkunden, weil wir ja der Vertragspartner sind und für die Verkaufsabwicklung zuständig sind, zusammen mit unseren Logistikpartnern und Ihnen. Ferner gibt es ein paar Zusatzinformationen auf diesem Inserat, beispielsweise das Merkmal, ob das Auto ein Rückläufer aus Autovermietung und Carsharing ist. Hier schon mal der kleine Hinweis, diese Zusatzinformationen werden nicht auf Ihrem klassischen Inserat auftauchen, sondern nur auf unserem mobile.de gebrandeten Online-Kauf-Inserat. Und ferner nehmen wir noch eine kleine Standardisierung vor. Sie sehen es zum Beispiel an den Bildern, dass wir so einen gewissen mobile.de gebrandeten Showroom-Effekt haben. Und ferner, wofür Pauls Team dann nochmal zuständig ist, ist dann auch nochmal die Inserate zu prüfen, bevor diese live gehen, zum Beispiel nochmal den kleinen Abgleich zu machen, ob die Anzahl der Türen tatsächlich zu den Inseratebildern passt. Damit auch gerne dann zur nächsten Folie. Was Sie sich vielleicht auch fragen, ist, ja, wo findet denn der Endkunde unsere Online-Kauf-Inserate? Das Schöne ist, dass die Platzierung sehr prominent gewählt ist für unsere über 11 Millionen monatlichen Nutzer auf mobile.de. Das heißt, wir haben aktuell auf der mobile.de Startseite hier einen Online-Kauf-Filter platziert. Über diesen können die Kunden direkt die Online-Kauf-Inserate auswählen und kommen direkt auf unsere Online-Kaufseite, die aktuell noch so ein bisschen als Satellit existiert, also sozusagen eine zusätzliche Seite. Das Schöne ist, und das ist vielleicht auch eine schöne Produktüberraschung, damit können wir dann auch gleich in der nächsten Slide aufwarten, ist, dass wir gerade auch aktuell daran arbeiten, sozusagen diese Online-Kaufangebote alle in unsere mobile.de Suchergebnisseite, also in unsere klassische Suchergebnisseite zu integrieren.
Das heißt, hier knüpfen wir dann nahtlos an die bestehende Kundenerfahrung auf der Suchergebnisseite an. Über die können dann Kunden einen Filter setzen und die mobile.de Online-Kaufinserate parallel sozusagen zu den klassischen Inseraten auf der Suchergebnisseite finden und auswählen. Ja, hier steht schon ab KW 38, also genau die Daumen sind gedrückt, dass wir damit dann in der kommenden Woche auch endlich live gehen werden. Genau, danke Ingo. Viele fragen sich vielleicht auch, ja, wie entstehen jetzt Online-Kaufinserate? Grundlegend gibt es drei Möglichkeiten. Die erste, und die kennen vielleicht schon ein paar von Ihnen, ist der Händlerbereich. Auch gerne natürlich in den Kommentaren anmerken, wer von Ihnen vielleicht mit dem Händlerbereich arbeitet. Genau. Hier ist es so, dass Sie als Online-Kaufpartner die für den Online-Kauf geeigneten Inserate im Händlerbereich angezeigt bekommen. Das heißt, die Kriterien, die mein Kollege Herr Pletz vorher kurz angedeutet hat, erfüllen, würden hier angezeigt werden. Und danach hätten Sie die Chance, diese Inserate mit zusätzlichen Informationen für den Online-Kauf im Händlerbereich anzureichern. Das Team von Herrn Stübing würde sich dann diese Inserate nochmal mit den Zusatzinformationen ansehen und sie dann im Anschluss aktivieren, sodass sie danach den Endkunden angezeigt werden können. Die zweite Möglichkeit ist der Datenexport als Fahrzeugliste. Das hat sich ehrlicherweise im Daily Doing auch als eine Practice sozusagen erwiesen. Funktioniert folgendermaßen: Sie können auf Basis Ihrer Fahrzeuginserate eine Fahrzeugliste erstellen. Diese Fahrzeugliste sollte dann die Angabe enthalten, ob es sich bei dem jeweiligen Fahrzeug um einen Rückläufer aus Carsharing oder Autovermietung handelt. Und wir würden dann die Fahrzeuge nach den Kriterien für den Online-Kauf herausfiltern, wieder überprüfen und die entsprechenden Inserate für Sie aktivieren. Und dann, wenn eine verbindliche Reservierungsanfrage seitens eines Kundens vorliegt, würden wir Sie dann nochmal bitten, zusätzliche Informationen nachzureichen, also insbesondere Prüfberichte oder falls keine Prüfberichte vorliegen, eventuell eine Car-Checkliste. Nun das besonders Schöne, vielleicht noch Ingo, eine Slide zurück, genau über die Seller-API-Integration haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Ab diesem Sommer und für Sie ab sofort nutzbar ist natürlich auch die Datenübermittlung mittels Ihres Datendienstleisters. Das heißt, zusammen mit Ihrem Datendienstleister können Sie die für den Online-Kauf gewünschten Inserate mit zusätzlichen Informationen anreichern. Wir werden dann auch wieder im Anschluss die Inserate entsprechend überprüfen und für Sie aktivieren. Genau, damit dann gerne zur nächsten Slide. Ja, viele von Ihnen fragen sich ja vielleicht jetzt, welche Datenfelder sind konkret hinzugekommen und was braucht mobile.de, um Ihre Inserate für den Online-Kauf zu aktivieren. Dafür haben wir mal folgende Übersicht hier mitgebracht. Ich werde noch mal ganz kurz auf diese Matrix auch eingehen. Na, auf der linken Seite sehen wir, welche Datenfelder neu hinzugekommen sind. Dann etwas weiter rechts sehen wir, dass diese neu in der API ist. In der mittleren Spalte sehen wir, ob diese Felder bereits vorher im Händlerbereich existiert haben oder neu hinzugekommen sind. Und auf den zwei weiteren Spalten sehen wir, ob diese dann im Online-Kaufinserat für Endkunden sichtbar sind und ob diese Informationen für uns zur Prüfung und Aktivierung erforderlich sind oder nicht. Ja, gehen wir da ganz kurz mal drüber. Also die Zulassungsbescheinigung, ja, wo wir dann so Sachen entnehmen wie die Anzahl der Fahrzeughalter oder das Zulassungsdatum, können Sie uns nun über die Seller-API schicken und wäre auch erforderlich zur Prüfung. Ebenso das Foto des Tachometers mit dem Kilometerstand. Auch da machen wir nochmal ganz gerne den Check. Ja, stimmt der Kilometerstand grob mit der Inserateinformation überein? Das Foto wird tatsächlich auch im Online-Kaufinserat aus Transparentgründen nochmal dem Endkunden angezeigt. Schadenfotos, auch hier nochmal der Hinweis vorweg, die werden natürlich nur und ausschließlich im Online-Kaufinserat, also nicht auf Ihrem klassischen Inserat erscheinen. Gerne an uns übermitteln, sofern irgendwelche Schäden am Auto bekannt sind, seien es auch längere Kratzer, ja, irgendwelche größeren Steinschläge, gerne abfotografiert an uns als Extradatenfeld übermitteln. Auch diese werden aus Transparenzgründen dem Endkunden nochmal im Online-Kaufinserat präsentiert. Genau, dann die Service-Historie, das Checkheft, auch hier gerne als Dokument an uns, ist ebenfalls ein erforderliches Feld.
Genau, nutzen wir dann gerne natürlich Reparaturvermerke und Ähnliches nachzuvollziehen, bevor wir ein Auto für den Online-Kauf freischalten. Dann für die Verkaufsabwicklung wichtig, unser Dispositionsteam schaut sich meistens nochmal die TÜV-Gutachten oder TEKA-Prüfberichte an. Sollten diese nicht vorliegen, gegebenenfalls auch Car-Checklisten, also eins dieser Protokolle für den Zustand des Autos, werden uns nochmal wichtig. Ab dem Zeitpunkt der Verkaufsabwicklung, also sobald wir eine Reservierungsanfrage bekommen haben. Sie können uns diese Informationen auch gerne schon im Vorfeld, also direkt mit der Inserate-Erstellung über die API übermitteln. Dann gerne zur zweiten Folie. Genau, jetzt haben wir über Dokumente gesprochen. Es gibt natürlich noch ein paar weitere Datenfelder, die für den Online-Kauf relevant sind. Das eine, was uns wichtig ist, ist das Merkmal, ob das Auto ein Rückläufer aus Vermietung oder Carsharing ist. Auch das würde der Endkunde zum Beispiel im Online-Kauf-Inserat sehen können aus Transparenzgründen. Und auch das möchten wir gerne vorher überprüfen können, um die Datenqualität zu ermöglichen. Ja, ähnlich wie bei den Schadensfotos, wenn Sie von irgendwelchen Schäden wissen, die Sie vielleicht auch gar nicht so gut mit Bildern allein dokumentieren können, dann schreiben Sie uns gerne einen Freitext. Eine kleine Beschreibung, sofern irgendwelche Schäden übermäßigen Gebrauchsspuren bekannt sind, gerne dieses Freitextfeld verwenden. Sollten überhaupt keine Schäden übermäßigen Gebrauchsspuren vorliegen, sprich das Auto ist ein Top-Zustand, dann setzen Sie natürlich bitte einfach den Haken in der API, dass das Auto sozusagen im perfekten Zustand ist. Dann weiß das Team von Herrn Stübing, das Fahrzeug befindet sich in einem Top-Zustand und kann gleich so live genommen werden. Dann ferner noch auch relevant für die Verkaufsabwicklung, nicht so relevant, deswegen auch kein erforderliches Feld. Aber wenn Sie es uns übermitteln können, dann geben Sie uns auch gerne noch das Ablaufdatum der Händlergarantie. Das braucht unser Dispositionsteam für die ja, eventuelle Verlängerung der Garantie zusammen mit unserem Versicherungspartner und natürlich auch die Kontaktdaten zur Abholung. Also wann ist das Auto abholbereit? Wo genau steht es? Wer ist der richtige Ansprechpartner in der Filiale zum Abholen? Und auf welchen Reifen steht das Fahrzeug zum Beispiel? Genau, ich glaube, damit sind wir auch schon auf der letzten Folie zum Thema Seller API. Und damit gebe ich nochmal ganz gerne an meinen Kollegen Herrn Pleth zurück. Ja, vielen Dank, Alex. Ich hoffe auch, dass Sie alle zum Thema Schnittstelle jetzt mehr Informationen haben, dass Sie einen Überblick haben und nochmal das Angebot, das werden wir auch gleich noch machen, zusammen mit dem Paul Stübing und dem Dirk Walter. Wir werden Fragen beantworten, die Sie uns stellen, entweder solche, die aus dem Chat noch offen sind oder solche, die sich jetzt dann noch spontan ergeben. Bevor wir in diesen Teil einsteigen, wollten wir Ihnen einmal nochmal alle Vorteile auf einen Blick zeigen. Und wir haben uns für dieses Webinar auch noch, wie soll ich sagen, ein Special überlegt. Und das will ich Ihnen hier einmal zeigen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben genug gesehen, Sie sind stark interessiert an dem Thema Online-Kauf, Sie wollen direkt loslegen und wissen, was Sie wissen müssen, dann können Sie uns einfach eine E-Mail schreiben und darum bitten, dass wir Ihnen eine Nutzungsvereinbarung zuschicken. Dann wird auf unserer Seite der Prozess gestartet. Es wird dann ein Onboarding natürlich noch folgen. Wir werden mit Ihren Mitarbeitern, die Sie uns benennen, dann wie eine kleine Schulung oder ein Training machen. Jedenfalls, wenn Sie loslegen wollen, gerne hier an die eingeblendete E-Mail-Adresse die Kontaktdaten schicken und meine Mitarbeiter melden sich dann bei Ihnen und im Rahmen dieser Webinaraktion, Sie sehen es vielleicht rechts eingeblendet, haben Sie keinerlei Transaktionskosten, also die Verkaufsprovision, die wir vorhin gezeigt haben, bis einschließlich 31. Oktober, sodass Sie das Ganze unverbindlich testen können und loslegen können mit Ihren Fahrzeugen. Ja, das wollte ich einmal noch zum Abschluss sagen. Das haben wir mit im Gepäck gehabt für alle, die bis hierhin zugehört haben, Spaß dran haben, Lust darauf haben, loslegen wollen. Hier ist nochmal, wie soll ich sagen, ein kleiner Motivationsschub. Ja, und damit sind wir auch mit dem originären Webinarteil, was den Online-Kauf betrifft und was die Seller-API betrifft, soweit durch. Und damit übergebe ich das Wort an dich, Dirk, und an dich, Paul. Ja, super, Ingo. Danke, Alex, auch für die ganzen Informationen. Und ich schlage vor, wir widmen uns jetzt gleich mal dem Chat, denn da gibt es schon viele spannende Fragen und auch Erfahrungsberichte. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Ich starte mal mit der Frage von Johannes Kutzner.
Wie sieht es denn aus? Können sich Händler auf eine Pilotphase bewerben? Die Frage zielt mit Sicherheit ab auf die Übersicht, die wir vorhin gezeigt haben, mit der Erweiterung unseres Geschäftsmodells. Da muss ich leider sagen, nein, weil wir schon so weit fortgeschritten sind mit einer begrenzten Anzahl von Pilotpartnern. Also ich verstehe das. Wir haben einige Interessenten und Anfragen, dass wir dort niemanden weiter aufnehmen können. Das Ganze wird auch, das will ich vielleicht nochmal zur Einordnung sagen, wirklich sehr kompakt stattfinden. Mit einer Testphase, mit einem reduzierten Funktionsumfang. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, mit einer ganz, ganz kleinen Zahl von Partnern an den Start zu gehen. Das soll nicht heißen, dass wir nicht Interesse an einer Zusammenarbeit mit Ihnen haben. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie haben Interesse an der Pilotphase und wir finden jetzt hier nicht zusammen, dann wäre es toll, wir werden Ihre Kontaktdaten versuchen aufzunehmen oder Sie schicken uns eine kurze E-Mail. Und sobald wir dann den Marktstart machen mit der erweiterten Variante, was durchaus noch dauern kann, dann werden wir Sie, so haben wir das beim letzten Mal auch gehandhabt und es hat funktioniert, direkt wieder kontaktieren. Also, Herr Kutzner, Sie brauchen nicht schicken. Wir haben ja über die Anmeldung Ihre Kontaktdaten da und Sie werden im Nachgang kontaktiert. Also einfache Sache. Dann, ich mache es einfach mal weiter. Peter Kutzberg von der Sänger Gruppe hat gefragt, wie sieht aktuell der Sales Funnel aus bezüglich des Online-Verkaufs? 8000 Inserate wurde ja gesagt, also Einstieg in die Inserate, Abbruchquote oder an welcher Stelle wird abgebrochen? Wie viele stellen eine Kaufanfrage dann wirklich am Ende? Also welche Quote oder die Quote Kaufratengeschäft? Wie ist die Widerrufsquote? Und was können wir zum Thema Verkäufe sagen? Mike Meyer von Weser Graf hat schon seine Erfahrung geteilt. Aber erstmal Ingo an dich und an Alex. Was können wir denn da generell sagen? Ja, das ist eine mehrteilige Frage. Ich versuche sie auch Stück für Stück zu beantworten. Fangen wir vielleicht bei den 8000 Inseraten und bei dem Funnel an. Also sehen Sie es mir bitte nach, Herr Gutzberg, dass ich jetzt hier nicht die kompletten mobile.de Verkaufszahlen ausbreiten kann. Aber ich werde versuchen, die Frage so gut wie möglich zu beantworten. Es gibt einige Besonderheiten im Online-Kaufbereich. Und da habe ich vorhin das Thema angesprochen, Vorqualifizierung des Kunden. Wir stellen ein Vielfaches von Bestellanfragen auf die Fahrzeuge unserer Partnerhändler fest. Da stellt sich jedoch häufig heraus, dass diese Kunden nicht solvent sind. Ich glaube, das ist ein Phänomen, was es im Autohandel insgesamt gibt. Es ist aber im Onlinehandel noch deutlich stärker ausgeprägt. Sie bekommen von diesen Anfragen nichts mit, weil wir gar nicht es wagen, Ihnen eine E-Mail mit einer verbindlichen Reservierungsanfrage zu schicken, wenn wir den Kunden nicht vorqualifiziert haben. Heißt, wenn wir den Funnel ganz oben betrachten, dann wären deutlich mehr, also um den Faktor 3 bis 4 würde ich mal aus der Hüfte schießen, Bestellungen da, als wir dann am Ende des Tages tatsächlich Ihnen weiterleiten. Und auch das gibt es, selbst vorqualifizierte Kunden, mit denen telefoniert wurde, wo es E-Mail-Kontakt gab, die Finanzierungsvoranfrage überstanden haben. Auch bei denen kommt es dazu, dass sie irgendwann nicht mehr erreichbar sind. Sekunde, ich muss einmal kurz. Kommt es dazu, dass sie nicht mehr erreichbar sind? Also, um es mal zusammenzufassen, was passiert am Ende des Tages in dem Funnel? Es bleibt relativ wenig von dem vielen, was vorne an Bestellungen generiert wird. Also, wenn ein Händler wissen möchte, sind meine Fahrzeuge attraktiv? Interessieren sich Kunden für meine Ware? Definitiv ja. Da ist unheimlich viel Traffic. Wenn man fragt, wie viel kommt unterm Strich dabei heraus, das ist ein guter Punkt, Herr Gutzberg. Das sagen wir auch immer in den individuellen Gesprächen den Händlern, Thema Erwartungen. Mit welchen Erwartungen gehen wir da zusammen ins Rennen? Was ich vorhin sagte, Thema Point-of-Sale-Geschäft, klassische Leads von mobile.de, das ist der Löwenanteil, dass der Online-Handel, den wir mit Online-Kauf machen, oder digitaler Handel, Fahrzeughandel, kann man ja auch sagen, das ist eine Investition in die Zukunft und da würden wir eher davon sprechen, von 100 Kunden, dass, sagen wir mal, 5 bis 10 dann einen Kauf tätigen. Mehr ist aktuell nicht realistisch. Und ich glaube, man würde das Produkt überfrachten oder mit Erwartungen vollladen, wenn man sagt, man erwartet von 100 Inseraten, dass dann plötzlich 30 verkauft sind. Das ist nicht realistisch. Trotzdem werden Verkäufe generiert, die sonst nicht zustande gekommen wären. Ja, das darf man nicht vergessen. Wir haben immer wieder Partner, die sagen, Wahnsinn,
jetzt gestartet, sofort die ersten Fahrzeuge vermarktet und die Kunden kommen zum Teil von weit, weit her und kommen nicht aus dem Autohaus-Dunstkreis. Dirk, jetzt musst du mir nochmal helfen. Was hatten wir in dieser mehrteiligen Frage noch an Details, die vielleicht offen geblieben sind? Genau, also das war eine Frage nach Einstieg in die Inserate, nach der Abbruchquote, also wie viele brechen ab, was messen wir Ja. oder an welcher Stelle wird abgebrochen? Ja, die Abbruchquote ist sehr hoch und es gibt sie an praktisch allen Schritten. Also am höchsten ist sie, nachdem der Button kostenpflichtig bestellen geklickt wurde. Dann ist nochmal ein sehr großer Teil bricht ab bei der Finanzierungsvoranfrage. Die Kunden haben schlichtweg das Geld nicht, haben negative Schufa-Einträge und so weiter. Und dann die weiteren Schritte haben geringere Abbruchquoten, aber der Löwenanteil geht wirklich vorne verloren im Funnel oder oben im Funnel. Klick auf das Fahrzeug zur Bestellung und Finanzierungsvoranfrage. Und kannst du zur Widerrufsquote noch etwas sagen? Ja, die ist extrem gering und das wollen uns viele immer nicht glauben. So nach dem Motto, das kann ja gar nicht sein und da müssen doch viele Kunden widerrufen. Also wir haben, das kann ich in absoluten Zahlen sagen, von Fahrzeugen, die tatsächlich zugelassen wurden und ausgeliefert wurden, da wo es am meisten wehtut für beide Seiten. Von diesen Fahrzeugen haben wir noch keine 10 innerhalb von einem Jahr. Also wir kennen diese Fälle im Grunde genommen noch persönlich. Dazu muss ich aber auch fairerweise sagen, dass wir vorne alles tun im Funnel und im Kontakt mit den Kunden und dass sich so ein Kunde unter Umständen, gerade die Wankelmütigen, das nochmal überlegt, Fahrzeuge zurückzugeben. Das tun sie mit Sicherheit in den Autohäusern auch und das macht bei uns ein Endkundenteam und steht im Kontakt mit den Kunden. Genau. Paul, ich übergebe mal an dich. Welche Themengebiete an Fragen hast du denn noch identifiziert? Sehr gerne. Also ich würde gerne nochmal auf die Seller-API zukommen. Da ist auch die Frage unter anderem von Herrn Gutzberg und Herrn Meyer, ob denn die mobile CSV bereits auch erweitert wurde mit den neuen Feldern und ob die jeweiligen Dienstleister bereits informiert sind. Zu den Dienstleistern kann ich auf jeden Fall sagen, dass sie informiert worden sind, zumindest mit der Doku über unsere REST-API, über die Erweiterung der REST-API, nicht aber über die erweiterte mobile CSV. Richtig, Alex? Genau, ich nehme mal die Frage auf. Danke dir, Paul. Genau, die mobile.de CSV-Schnittstelle. Ich glaube, da reden wir von einer alten Schnittstelle, die es tatsächlich mal bei mobile.de bis vor einigen Jahren gab. Also früher gab es eine CSV-Schnittstelle. Mittlerweile ist das auf einem etwas neueren Standard, nämlich einem RESTful-Protokoll. Genau, ansonsten die Datendienstleister wurden selbstverständlich im Vorfeld informiert, nämlich um etwa 4 Wochen im Vorlauf des Releases, also ungefähr am Anfang Juli, dann so Anfang August war der tatsächliche Release. Und jetzt hatten sozusagen die Datendienstleister nochmal ungefähr bis heute knapp 7 bis 8 Wochen sozusagen für die Implementierung. Super, Dankeschön. Ich würde auch gleich weitermachen mit der nächsten Frage von Mike Meyer, Feser Graf. Müssen denn alle neuen Felder bedient werden? Gerade im Bereich Ansprechpartner pro Standort hat Mike in dem Fall tatsächlich keine Daten bei sich im DMS-System. Ja, ich glaube, komplett faire Frage und ehrlicherweise genau. Also mit Mike haben wir natürlich auch zum Beispiel im einen in der Runde, der schon OBS-Partnerhändler ist, also Online-Kauf-Partnerhändler ist. Für alte Inserate müssen wir nicht 100% der neuen Informationen anfragen. Es gibt natürlich auch Felder, die weniger relevant sind, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Abholinformationen sprechen, die ja tatsächlich erst bei der Reservierungsanfrage und bei ab dem Zeitpunkt relevant werden, wo sich unser Dispositionsteam um die Lieferung kümmert. Da können wir auch erstmal im Vorfeld auf diese neuen Daten verzichten. Grundsätzlich ist es auch so, dass wir keine automatische Validierung an der Schnittstelle haben. Das heißt, niemand wird eine Fehlermeldung bekommen, wenn er zum Beispiel ein Datenfeld nicht ausfüllen konnte. Okay, dann mit der nächsten Frage, dürfen denn klassische Ex-Miete angeboten werden, das heißt 6 bis 12 Monate alt und bis circa 25.000 Kilometer? Das würde ich gerne beantworten. Die Antwort ist ein klares Ja. Wir wissen, dass ein Teil des Marktes über den Autovermietkanal funktioniert. Und selbstverständlich können diese Fahrzeuge bei uns vermarktet werden. Da sind wir wieder beim Thema Zusatzinformationen für ein Online-Kaufinserat.
Ich würde mal behaupten, dass durchaus einige Inserate im klassischen Bereich nicht die Informationen enthalten, ob das Fahrzeug eine Autovermietherkunft hat. Online-Kaufinserate müssen diese Informationen enthalten, denn wenn wir einen Kauf generieren auf der Basis der Inseratsinformationen und dort wird diese Eigenschaft nicht angegeben, ich glaube, das muss ich niemandem hier in der Runde erklären, dass das zu, wie soll ich sagen, Schwierigkeiten führen kann nach dem Kauf, wenn der Endkunde dann irgendwann entdeckt, das Fahrzeug hatte eine Autovermietvergangenheit. Okay, danke dafür. Dann war auch noch eine Frage im Chat bezüglich der Zulassung und der Auslieferung, ob denn dabei auch noch Zusatzkosten entstehen auf Händlerseite. Also die Auslieferung und die Zulassung verursacht keine zusätzlichen Gebühren. Sagen wir mal so, das Geschäftsmodell ist noch jung. Wir sind jetzt fast ein Jahr am Markt. Und natürlich werden wir uns hin und wieder anschauen, wie wir von der Gebührenstruktur, von der Kostenstruktur unterwegs sind. Aber Fakt ist, und das sieht man auch in den Kundenversprechen auf mobile.de, wenn Sie so ein Online-Kaufinserat anklicken, was dort angegeben wird, da sind einige Leistungen kostenlos und wir haben neben den Gebühren für den Verkauf selbst, also die Verkaufsprovision, haben wir keine zusätzlichen Gebühren. Dann würde ich auch direkt weitermachen mit einer Folgefrage im gleichen Sinne dazu, denn wie sieht es im Falle einer Rückgabe aus? Ja, da sage ich ein bisschen wie ein Jurist, kommt drauf an. Einige werden jetzt grinsen, auch wenn wir die Gesichter hier, glaube ich, nicht sehen können im Videocall. Was meine ich damit? Was meinen wir damit? Also in der Nutzungsvereinbarung ist es wie folgt geregelt. Ab dem 7. Tag nach dem Verkauf, wenn das Fahrzeug aber noch nicht angemeldet und nicht zugelassen ist und ja dann in der Regel bei Ihnen noch auf dem Hof steht, dann zahlen wir für den Ärger, für den Aufwand eine Pauschale von 400 € netto laut Nutzungsvereinbarung. Wenn das Fahrzeug schon angemeldet und überführt ist zum Endkunden und dann ja wieder zurück muss, dann erstatten wir Ihnen oder zahlen wir Ihnen eine Kompensation, so ist es korrekt formuliert, eine Kompensation in Höhe von 5% des Nettofahrzeugpreises. Auch das ist in der Nutzungsvereinbarung geregelt. Das ist vielen Händlern sehr wichtig. Also die Frage ist durchaus berechtigt, auch wenn wir klar sagen können, wir haben die Erfahrung, sind sehr seltene Fälle. Ja, es kann passieren. Dann kommt der Dienstleister wieder zum Zug, DAD Kroschke, überführt das Fahrzeug wieder zurück zu Ihnen und Sie werden dafür kompensiert, dass Sie das Fahrzeug in Ihren Bestand nehmen. Wie gesagt, eine Handvoll Fälle im Laufe von oder knapp 10 Fälle, wenn ich es richtig im Kopf habe, innerhalb eines ganzen Jahres. Okay, dann eine weitere Frage und ein bisschen Feedback da drin steckt auch. Ich lese es einfach mal unverfälscht vor. Der Online-Kauf ist interessant, aber sehr eingeschränkt für jemanden, der alles hat, was ihr aufgezählt habt. Und ist die Online-Kaufanzeige deutschlandweit sichtbar durch die Lieferung? Und habe ich das richtig verstanden, dass mobile.de dann als Verkäufer auftritt? Ich glaube, das kann man alles so bejahen. Ja, genau. Also aktuell treten wir als Verkäufer auf. Wie schon gefragt wurde mit der Pilotphase, arbeiten wir aktuell im Hintergrund daran, dass auch die Händler in eigenem Namen die Fahrzeuge, das ist ja der Wunsch der allermeisten Händler verständlicherweise, in eigenem Namen handeln können, die Fahrzeuge, und auch mehr Erträge daraus generieren. Denn aktuell im Online-Kauf ist der Ertrag im Grunde genommen nur aus dem Fahrzeugpreis zu erzielen, da ja das Finanzierungsthema über die Santander abgedeckt ist und das ganze Thema Zusatzprodukte nicht abbildbar ist. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde einen Fahrradträger, eine Dachbox kriegen soll oder ähnliches, das geht in dem aktuellen Konstrukt noch nicht. Insofern, ja, ist das ein bisschen eingeschränkt, geben wir offen zu. Deswegen arbeiten wir an dieser Erweiterung des Geschäftsmodells. Nichtsdestotrotz, das soll jetzt nicht abgedroschen klingen, das ist ernst gemeint. Nichtsdestotrotz freuen sich viele unserer Partnerhändler über die zusätzlichen Verkäufe der Fahrzeuge. Da wird der ein oder andere Langsteher auch mitvermarktet und wir erreichen nochmal in einen anderen Kundenkreis auch mit dem Thema. Ich hoffe, das hat die Frage soweit beantwortet. Wenn nicht, gerne nochmal in den Chat schreiben und wir greifen es dann gerne nochmal auf. Auch eine sehr gute Frage. Kann man in Zukunft mit der API so filtern, dass man im Grunde genommen Fahrzeuge mit einer gewissen Standzeit inseriert?
Wenn ich das mal versuchen darf zu beantworten, ich würde sagen, wir haben bei uns in dieser Seller-API ein dediziertes Feld für die Aktivierung der Fahrzeuge für den Online-Kauf, ergo auch für die Deaktivierung. Das heißt, Sie haben sowieso die Hoheit darüber, welches Fahrzeug online gehen würde oder nicht. Eine Logik, dass dabei die Standzeit des Fahrzeugs entscheidend wäre, gibt es auf unserer Seite nicht. Das wäre dann, und jetzt Alex, kannst du mich auch gerne korrigieren, aber das wäre dann tatsächlich auch eine Sache, die man mit den, vielleicht mit den Datendienstleister-Einstellungen konfigurieren könnte. Genau, danke Paul, das ist mal erstmal soweit genau richtig. Also das Thema Langsteher hatte natürlich auch Herr Plietz gerade erwähnt, ist wahrscheinlich ein Wunsch von Ihnen, vielleicht auch nochmal zu versuchen, Langsteher über den Online-Kauf zu vermarkten. Wie die Logik aussieht, das entscheiden Sie am Ende des Tages auf Ihrer Seite, also zum Beispiel ab welcher Standzeit Sie Fahrzeuge über den Online-Kauf vermarkten möchten, da mischen wir uns gar nicht ein. Die Möglichkeit, sozusagen Inserate für den Online-Kauf zu deaktivieren oder zu aktivieren, die haben Sie via die API. Genau. Und wenn Sie das für Fahrzeuge ab einer gewissen Standzeit tun möchten, dann können Sie das natürlich mit Ihrem Datendienstleister zusammen machen. Ja, hier würde ich nur noch ergänzen, kurze Ergänzung, dass Sie die Hoheit haben, das ist vielen Händlern wichtig. Es gibt andere Anbieter am Markt, da wird pauschal alles online gestellt, ohne Rückfrage. Das ist nicht unsere Herangehensweise. Wir geben Ihnen die Hoheit, welche Fahrzeuge Sie online bringen und kein Aber. Und natürlich aus Vertriebssicht wünschen wir uns, dass Online-Kauf nicht Ihr Langsteherkanal ist. Also ja, Langsteher vermarkten wir sehr gerne für Sie. Und wir vermarkten sehr gerne auch Ihren restlichen Bestand. Nichtsdestotrotz, das weiß ich auch, ist es im Autohaus wichtig, dass man auch Kanalsteuerung macht, dass man sich überlegt, welche Fahrzeuge drehen sich schnell, welche gehen vor Ort und so weiter. Also das ist eine legitime und berechtigte Frage, unter Umständen auch das Thema Standzeiten zumindest, sagen wir mal, mit einzubeziehen. Ich habe auch noch zwei spannende Themen. Zum Beispiel Sven Naumann und auch Peter Gutzberg fragen nach Inzahlungnahme. Was können wir dazu sagen? Und ich glaube, thematisch passt auch ganz gut, was Mike Banski hier noch fragt, das Thema Leasingverträge. Was könnt ihr dazu sagen oder welchen Ausblick könnt ihr geben? Ja, fangen wir mal mit der Inzahlungnahme an. Aktuell nicht möglich, in dem Konstrukt. Also da trifft es schon zu, die eine Wortmeldung, die jemand gegeben hat, dass wir mit dem aktuellen Konstrukt ja eingeschränkt sind im Bereich Online-Kauf an der einen oder anderen Stelle. Nichtsdestotrotz, Thema Pilotphase ab Herbst, auch daran arbeiten wir. Ich sage es ganz offen, wir haben aktuell keine digitale Inzahlungnahmelösung. Das wäre natürlich die, wie man im Fußball sagt, Champions League. Die haben wir noch nicht. Wir überlegen aber, ohne jetzt zu viel zu verraten, weil wir sind noch vor Marktstart, wir überlegen uns Lösungen, pragmatische Lösungen, die den Handel unterstützen, die Sie unterstützen, sodass im Anschluss vielleicht an den Online-Klick, also den Kauf-Button-Klick, der Verkäufer in die Lage versetzt wird, das Fahrzeug des Kunden oder der Kundin doch noch in Zahlung zu nehmen, wenn auch nicht voll automatisiert, wenn auch noch nicht voll digital. Also in die Richtung denken wir fühlen, wir spüren, was dem Handel wichtig ist und das Thema Inzahlungnahme gehört definitiv mit dazu. Und zum Thema Leasing, Ach also, so, ja. ja, okay. Thema Leasing, das kann vielleicht auch der Alex Thielicke nochmal ergänzen beim Thema Integration der Inserate. Dort wird es ja auch Möglichkeiten geben. Also eine explizite Verzahnung zwischen Online-Kauf und Leasing ist zumindest nach meinem Stand aktuell nicht geplant. Also es gibt sowohl das Produkt Leasing bei mobile.de, es gibt auch das Produkt Online-Kauf. Und über die demnächst bevorstehenden KW 38 stattfindende Integration der verschiedenen Inseratstypen wird es dann auch die Möglichkeit geben, das kann aber nochmal der Alex Thielicke besser erklären, die Möglichkeit geben, zwischen den Varianten hin und her zu wechseln. Genau, da schließe ich mich nochmal kurz an. Also was Herr Plietz ja sagt, ist natürlich goldrichtig. Also es gibt die zwei Produkte, es gibt Leasing und es gibt den Online-Kauf auf mobile.de. Nach der sogenannten Core-Integration, so nennen wir das intern, wenn wir sozusagen die Online-Kaufangebote zurück auf unsere Suchergebnisseite bringen, ist es dann natürlich auch möglich, im klassischen Inserat weiterhin Leasing und so weiter zu sehen. Während halt parallel dazu noch das Online-Kauf-Inserat existiert. Ja, ich glaube, aus Produktsicht kann ich auch noch sagen, dass die langfristige Version von mobile.de schon dahin geht, eine ganzheitliche Customer Journey anzubieten, sprich, dass der Kunde sehr, sehr flexibel
gemäß seines Wunsches die Transaktionsart auswählen kann und alles online abbildbar ist. Da entwickeln wir uns ganz klar hin. Herr Forstner, Sie haben gerade im Chat eine Frage gestellt, die auch darauf ausgerichtet ist, wenn ich das richtig lese. Ich hoffe, das ist damit ebenso beantwortet, direkt. Dann hatte ich mir noch herausgesucht, wie es sich denn im Falle von Doppelverkäufen verhält. Also gibt es, besteht da die Möglichkeit, können wir dazu vielleicht. Ja, können wir, tun wir. Also als Hausnummer, Faustformel, gut 10% der Fahrzeuge sind gefühlte Doppelverkäufe. Wenn Sie von uns als Online-Kaufpartner eine verbindliche Reservierungsanfrage per E-Mail erhalten, dann haben Sie im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Sie beantworten die mit, ja, hiermit reservieren wir das Fahrzeug verbindlich für die nächsten 48 Stunden. Wenn Sie sagen, oh, das tut uns leid, ich nenne irgendeine Stadt, in Bielefeld haben wir das, herzlichen Glückwunsch, heute Vormittag vor Ort verkauft, es konnte noch nicht deaktiviert werden, das Inserat, das ist ehrlich gesagt Tagesgeschäft im Autohandel, dann antworten Sie uns, tut uns leid, das Fahrzeug ist nicht mehr verfügbar. So, und das gehört wieder zu dem, was ich vorhin Partnerschaft nannte. Wir begegnen uns da auf Augenhöhe und wir wissen gegenseitig, dass sowas normal ist, bis zu einem gewissen Grad. Also wenn wir sagen, es sind gut 10% und wir haben einen Online-Kaufpartner, der uns in 50% der Fälle sagt, die Autos gibt es nicht mehr, dann würden wir schon versuchen, das Gespräch zu suchen, was die Ursachen sind und was wir gemeinsam tun können. Zumindest haben wir damit kein Problem, falls das der Hintergrund der Frage ist, wenn Sie sagen, Sie haben es vor Ort schon verkauft. Und ich habe auch noch eine Frage. Wie sieht es denn aus mit Tageszulassung und mit EU-Fahrzeugen? Ist es möglich, die hier zu inserieren? Und welche Infos sind da notwendig oder auch Pflichtangaben? Ja, also Tageszulassung, Vorführwagen, taktische Zulassung, wie auch immer das genannt wird. Einige sagen dazu 0-Kilometer-Autos. Also all das, was eine Zulassung hat, kann von uns vermarktet werden. Da gibt es jetzt erstmal keine Einschränkungen. Vielleicht eine ganz grobe allgemeine. Das Fahrzeug sollte zulassungsfähig, im Bereich der Europäischen Union sein. Also wenn es jetzt irgendwelche Fahrzeuge gibt, die importiert werden und die dann noch per Einzelgutachten von TÜV oder DEKRA noch eine Abnahme bekommen müssen oder ähnliches, das geht nicht. Also solche Exoten können wir nicht handeln. Aber das Übliche, was sich bei, ich sag mal, deutschen Autohändlern im Bestand befindet, können wir problemlos vermarkten. Das ist auch alles in der Nutzungsvereinbarung geregelt. Also ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Da gibt es dann ein paar Ausschlüsse für Supersportwagen, die wir nicht handeln. Keine Oldtimer und sowas. Also ein paar Ausschlüsse gibt es schon. Keine Wohnmobile oder ähnliches. Ja, aber es geht auch, wenn Sie sagen, Sie kaufen in Spanien Mietwagen zu, machen ja auch einige, wobei ich glaube, es sind weniger geworden. Auch das geht, die vermarkten wir. Solange das problemlos zulassungsfähig ist, das Fahrzeug, und wir die Informationen fürs Inserat auch erhalten, die wir brauchen, dann ist das kein Problem. Dann würde ich gerne weitermachen mit einer Frage. Wenn die Fahrzeuge sowohl über den Händler und mobile.de angeboten werden, kommt es da nicht oft zu Nachfragen auf der Kundenseite, beziehungsweise also vielleicht beim Händler, beziehungsweise bei mobile vielleicht auch? Und wie kommunizieren wir als mobile das dann zurück an den Käufer? Ja, auch das würde ich sagen, ist Tagesgeschäft und kennen die allermeisten Händler auch von anderen Börsen, von ihren Kunden, dass sie umtriebig sind. Ich würde sagen, im durchschnittlichen Deutschen steckt auch eine Jäger- und Sammelleidenschaft. Ich weiß nicht, wie ich das am besten formuliere. Die Menschen sind umtriebig, filtern die Fahrzeuge hin und her. Und ich meine, wenn man sich ein Fahrzeug nimmt mit einer gewissen Kilometerlaufleistung, mit einer Erstzulassung, man kann das relativ gut eingrenzen über den Preis. Also wer eins und eins zusammenzählt und diesen Sport machen möchte, und das tut ein Teil der Kunden, ja, der kann auch dann den Händler kontaktieren. Da würde ich erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch, weil Sie haben einen Kunden, der sich auf Ihr Fahrzeug bewirbt und der Interesse daran hat. Das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein. Und ja, es kann auch passieren, dass die Kunden die beiden Angebote nebeneinander halten. Ohne jetzt zu weit auszuholen, weil das ist ihre Domäne und nicht mein Verantwortungsbereich.
Ich glaube, es gibt gute Argumente für ein Autohaus zu sagen, hier gibt es eine persönliche Beratung vor Ort, hier kann man den Servicebereich vorstellen. Sie werden nicht, wie soll ich sagen, online behandelt, sondern da ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Es gibt gute Gründe, warum jemand online vor Ort kauft, und es gibt gute Gründe, warum Menschen sagen, ich fliege 3 Wochen in Griechenland Urlaub und das Auto soll geliefert sein, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme. Und deswegen bestelle ich es online. Also ich glaube, was ich eingangs sagte, gilt. Für beides gibt es Anwendungsfälle und beides sind wichtige Standbeine im Autohandel. Und gleich noch die Anschlussfrage von Herrn Naumann, denn von Herrn Naumann war die Frage gerade, welche Fahrzeuge oder werden die Fahrzeuge ausschließlich zu den Angebotspreisen auf mobile.de verkauft? Ja, guter Punkt. Also einmal zum Thema Komplexität. Gibt es mit Sicherheit Händler, die das schaffen würden, aber wir haben uns dagegen entschieden. Wir arbeiten mit einheitlichen Preisen, also ein klassisches Inserat von einem, sagen wir mal, Seat Ibiza für 19.900 Euro wird auch als Online-Kauf-Inserat für 19.900 Euro angeboten. Übrigens, wenn Sie den Seat Ibiza dann in Bielefeld verkauft haben und ihn deaktivieren, dann deaktivieren Sie das Online-Kauf-Inserat praktischerweise gleich mit. Und Thema Preisverhandlung, auch nicht ganz zu unterschätzen in diesen Zeiten. Online-Kaufautos werden nicht im Preis verhandelt. Der Kunde klickt zu dem Preis, der angeboten wird. Und da gibt es dann nicht noch Fußmatten oben drauf oder ich brauche einen vollen Tank oder ich muss noch 3 Sachen nachverhandeln, sondern das ist der Preis, wie man im Englischen sagt, take it or leave it. Und die Kunden kaufen dann zu diesem Preis, zu diesen Konditionen. Ich würde gerne ganz gerne eine sehr wichtige Frage aus dem Chat direkt noch aufnehmen, und zwar, ob denn die vorvertraglichen Informationen bereits im Inserat ausgespielt werden oder erst nach der Anfrage, bei der Anfrage. Ja, ein guter Punkt, ein wichtiger Punkt wird immer wieder verständlicherweise gefragt, weil auch jeder Autohändler selber das Thema hat und auch da zum Teil Blätter für die Dispo existieren, für die Verkäufer, um das Thema zu regeln im Kaufvertrag. Wir regeln das auf verschiedene Arten. Also einmal gibt es die sogenannten Checkboxen oder Haken im Kaufprozess, also der Kunde hakt an, ausdrücklich, dass er hiermit anerkannt hat. Da gibt es ja auch die sogenannte negative Beschaffenheitsvereinbarung. Er hakt an, dass er verstanden hat, dass dieses Fahrzeug unter Umständen gewisse Einschränkungen hat. Und nehmen wir jetzt so einen Fall, wir haben ein Inserat, wo ein Schadenfoto mit angegeben wird. Könnten auch hier nochmal eins in der Runde zeigen, wenn gewünscht. Das haben wir als Backup vorbereitet. Dann wird der Kunde sehr wohl darüber aufgeklärt, dass da, was weiß ich, abweichende Lackdichte ist oder dass da ein dollarer Kratzer im Lack ist, und das wird ihm offenbart. Und das hakt er dann auch an. Und das ist Teil der vorvertraglichen Informationspflichten. So, was auch wieder, sage ich ganz offen, zum Tagesgeschäft gehört und nicht ausbleibt, ist, ich mache einen Beispielfall. Das Fahrzeug hat keine dokumentierten Schäden, das Fahrzeug wird verkauft und Sie stellen fest, auf dem Platz hat ein anderer Kunde, weiß ich nicht, nach der Probefahrt die Tür reingehauen in das Nachbarauto und jetzt ist da die Delle drin. So, jetzt würden wir streng genommen sagen, vorvertragliche Informationspflichten sind erledigt. Der Kaufvertrag, könnte man sagen, ist ja zustande gekommen. Wir kontaktieren den Kunden und sprechen mit ihm nochmal darüber. Das ist etwas, wie soll ich sagen, was im Tagesgeschäft passiert, vielleicht nicht ganz im idealen juristischen Lehrbuch steht, aber zumindest im Tagesgeschäft ein pragmatischer Weg ist, den Kunden zumindest noch zu informieren. Und dann kann der Kunde immer noch entscheiden, nein, damit bin ich nicht einverstanden. Oder es gibt durchaus Kunden, sind wir immer wieder mal überrascht, die sagen, ja gut, kein Problem, ist ja eh ein Fahrzeug, was ein Gebrauchtwagen ist und der kriegt nächste Woche vielleicht schon die nächste Delle durch mein Fahrverhalten. Dann gäbe es noch eine Frage zu den Pflichtfeldern von Herrn Pienemann. Ob denn bei Tageszulassungen Gutachten, Servicehefte und so weiter verpflichtend sind. Und ich denke, das kann ich auch beantworten. Alex, genau wie vorhin, bitte berichte mich gerne, falls ich hier falsch liege, aber Servicehefte sind Pflicht, genauso wie ein Gutachten oder eine Car-Checklist, die dabei Ja, mit als Einschränkung. okay. Also eine kleine Korrektur muss ich machen, weil das zielt nach meinem Verständnis auf das Thema Vorführwagen-Tageszulassung ab. Das sind Fahrzeuge, die haben zum Beispiel für Monats- und Quartalsziele, ich habe jahrelang auf Herstellerseite gearbeitet und kenne das, die sind taktisch zugelassen worden, die wurden nicht bewegt, die stehen zum Teil in der Ausstellungshalle.
und sehen picobello aus und die haben nur die sogenannte Nullinspektion oder Auslieferungsinspektion. Also bei diesen Fahrzeugen brauchen wir keinen Servicenachweis. Es ist ja noch gar kein Wartungsintervall, was in irgendeiner Weise abgelaufen ist. Da können wir darauf verzichten. Und bei dem Fahrzeug, was keinen Schaden hat, in der Ausstellungshalle steht, brauchen wir auch kein TÜV-Gutachten. Ich hoffe, dass die Frage damit beantwortet ist. Sehr schön. Dann haben wir noch die Frage, ob denn über mobile.de die Haustürlieferung kostenlos sei. Ich glaube, das haben wir jetzt schon bestätigt, auch im Verlauf. Dann noch eine Frage zum Bezahlen der Rechnungen. Hier wird gefragt, wie lange es dauert, bis mobile die Fahrzeugrechnung beglichen hat. Und wenn ich mich so weit aus dem Fenster lehnen darf, dann auf jeden Fall, dass es bei uns ziemlich schnell passiert. Erfahrungswerte gehen hier bis zu 2 bis 3 Tage nach Kauf. Wir behalten uns allerdings auch vor, dass es auch bis zu einer Woche dauern kann. Ja, das ist in der Nutzungsvereinbarung geregelt, genau richtig wiedergegeben, Paul. Wir sind in der Praxis schneller. In der Nutzungsvereinbarung steht 7 Arbeitstage ab Erhalt der Rechnung. Also Sie können uns in der Sekunde, wo der Kauf zustande kommt, können Sie uns die Rechnung stellen. Wir haben Händler, die sind extrem schnell dabei und das sichert Ihre Liquidität und dann lösen Sie bei uns intern den Prozess aus, dass die Bezahlung angestoßen wird. Von daher, ja, wir sind schnell und also ich habe jetzt noch nicht gehört, dass wir Rechnungen nicht schnell genug bezahlt hätten. Ich weiß aber, dass das ein wichtiges Thema im Handel ist, Thema Liquidität. Wunderbar, danke Ingo, Alex, soweit schon mal. Und wir möchten Sie motivieren, was Ihnen noch einfällt, schreiben Sie es in den Chat. Genauso können Sie uns ja danach noch jederzeit erreichen. Wir blenden gleich nochmal eine Adresse ein, denn oftmals ist es so, in dem Moment kriegt man so viele Informationen und abends oder am nächsten Tag denkt man, so Mist, hätte ich das mal gefragt. Also, wir sind ja morgen nicht verschwunden, auch morgen beantworten wir noch Ihre Fragen. Ich nutze mal ganz kurz die nächsten 2, 3 Minuten, um Ihnen mal noch einen Ausblick zu geben. Was haben wir denn in den nächsten Wochen und Monaten für Sie vorbereitet? Sie haben sicherlich alle mitgekriegt. Es gibt ab Oktober neue Pakete bei mobile.de. Aus 3 bisherigen werden dann 4. Also die 3, die es gibt, die werden praktisch nur umgenannt. Und dann gibt es noch ein super Paket obendrauf, das heißt dann Platin-Paket. Damit verbunden sind ganz, ganz viele neue Funktionen für Sie, fürs Tagesgeschäft im Handel. Und da werden wir spezielle Webinare anbieten. Hier haben Sie schon mal die QR-Codes, können Sie sich gerne anmelden für sich selbst oder Ihre Kollegen und Kolleginnen. Wir gucken uns die neuen Funktionen an, zum Themen Sichtbarkeit, Nachfrage, Inseratsgestaltung und Kommunikation und auch alles rund um Daten, denn da machen wir unsere Schatztruhe noch ein bisschen größer auf. Die Informationen zu den Produktupdates und zu den neuen Paketen finden Sie auch hier. Und wir laden Sie natürlich herzlich ein, uns auch auf verschiedenen Social-Media-Kanälen zu folgen, von Facebook über LinkedIn bis zu YouTube, spezielle Kanäle gerade für Handelswissen, für die Branche haben wir da vorbereitet. Wozu möchten wir Sie noch einladen? Das sehen wir dann auf der nächsten Seite. Das ist unsere große mobile.de Konferenz MOA 23 heißt es unter dem Namen Next Level. Also 2 Tage vollgepackt mit den großen wichtigen Sachen für Sie, Informationen, die den Kopf aufmachen, aber auch massig viel immer in Verbindung mit dem Handel gemeinsam für das Tagesgeschäft. Also Informationen, die Sie aufschnacken können und nachmittags schon umsetzen. Da haben Sie den QR-Code. Totale Empfehlung, melden Sie sich an, seien Sie dabei, Sie werden ein Wow-Erlebnis haben oder mehrere. Was ist noch wichtig auf der nächsten Seite? Das ist, dass Sie natürlich ein Teilnahmezertifikat bekommen können. Wie am Anfang schon erwähnt, in 2 Tagen geht automatisch eine E-Mail raus an jede angemeldete Adresse. Da sind die Downloads-Links für die Aufzeichnung drin. Da können Sie das PDF dieser Präsentation herunterladen und auch dieses Zertifikat. Genau. Und was für uns auch noch ganz wichtig ist, das machen wir bei jedem Webinar, wir wollen Sie fragen, wie hat Ihnen dann das heutige Webinar gefallen? Wir sind ja noch etwa eine halbe Stunde hier für Sie, also alle Fragen und Anmerkungen, die noch kommen. Die nehmen wir dann gern entgegen. Und hier hätten wir von Ihnen gern einfach mal ein paar Schulnoten. Also sehr gut. Ich habe es extra in Worten geschrieben. Nicht, dass es wie in der Bewertung passiert. Wunderbar. Es hat mir alles gefallen beim Männler. Der kriegt einen Stern. Schade, hätte er mal lieber 5 gekriegt. Also hier soll es ein bisschen eindeutiger sein. Wie hat Ihnen das heutige Webinar gefallen? Und da haben wir schon, ja, alle beantwortet. Und das teile ich Ihnen mal.
59% geben eine 1. Wunderbar, vielen Dank. 36% sagen gut und 5% sagen, befriedigt bin ich mit all meinen Fragen. Ich hatte offenbar also gutes Ergebnis. Vielen Dank, dass Sie sich auch so engagiert haben und hier mitgemacht haben. Auf der nächsten Seite noch als Hinweis eine Adresse, wo Sie uns erreichen können. Das kann sein, Sie haben mit dem Team vielleicht auch schon Kontaktdaten ausgetauscht. Allgemein können Sie uns auch über webinar@team.mobile.de erreichen. Wie angesprochen, vielleicht fällt Ihnen abends oder morgen, übermorgen, nächste Woche noch etwas ein oder Ihre Kollegen schauen das dann in der Aufzeichnung und haben dann eine Nachfrage. Also hier sind wir für Sie erreichbar. Jede Frage wird beantwortet. Super. Also danke für die Aufmerksamkeit und jetzt ist nochmal Zeit, um in den Chat zu schauen. Dann gebe ich wieder an Paul. Ganz lieben Dank, Dirk. Wir haben nämlich noch eine Frage von Mike von Tesa Graf und die ist hauptsächlich an Alex gerichtet, ob denn eine Schnittstelle zum Genesis noch geplant ist. Das ist, ich kenne Genesis nie, selber nicht, aber offenbar werden dort Fahrzeugdokumente hinterlegt, TÜV-Gutachten und andere Sachen. Und ob denn geplant ist, da eine Schnittstelle aufzubauen, sodass quasi diese Vorqualifizierung durch weitere Dokumente und Gutachten von uns gemacht werden könnte. Ja, ich hoffe, das ist okay, wenn ich die Frage etwas allgemeiner beantworte. Also viele in der Runde arbeiten wahrscheinlich mit weiteren Datenanbietern zusammen, mit Drittanbietern für Dokumentengenerierung, Protokollierung, Bilder und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Anliegen, dass Sie mit Produktwünschen auch immer direkt auf uns zukommen. Dann auch nochmal gerne, Mike, in deine Richtung. Wir können uns darüber auch gerne nochmal bilateral austauschen und uns die Tools im Detail anschauen. Also dafür sind wir sehr, sehr offen. Konkreter kann ich die Frage jetzt gerade nicht beantworten. Machen wir Okay, es. sehr gut. Dann jetzt haben wir keine weiteren offenen Fragen, so wie ich das einschätze. Wenn ich mich täusche, tut es mir sehr leid. Sie können uns aber, wie Herr Walter vorhin schon gesagt hat, auch uns noch im Nachhinein die Fragen schicken, sollten wir hier eine übersehen haben. Genau. Einmal zurück zum QR-Codes. Genau. Ja, viele Grüße, Herr Norman. Viele Grüße nach Chemnitz. Oder vielleicht sind Sie gerade in Dresden, je nachdem. Genau. Ingo, schaltest du bitte nochmal zurück, dass wir die nächsten Webinartermine finden? Genau. Also hier haben Sie nochmal die QR-Codes. Und da gibt es, also Sie finden alles auch auf unserer Archivseite. Jeder von Ihnen bekommt ja im Nachgang die Präsentation, und die Download-Links dafür. Und da ist auch ein Link fürs Archiv drin. Und in diesem Archiv haben Sie auch gleich immer die nächsten Webinare aufgezeichnet oder vorgeschlagen, terminiert, so dass Sie sich jederzeit da anmelden können für die Themen, die Sie besonders interessieren oder die Ihre Kollegen und Kolleginnen interessieren. Ich glaube, es gab noch eine offene Frage von Marcel Schurnacker. Ich lese mal ganz kurz Genau, vor. Meine ich, Frage ja. würde mich interessieren, was die Sichtbarkeit angeht. Paul, vielleicht hast du die Frage, auf die Marcel sich referenziert. Genau, also ich suche sie gerade. Sie leider nicht zwischendurch gefunden. Ansonsten, bevor hier Schweigen im Walde ist, freuen wir uns, wie der Dirk Walter schon sagte, über Ihr Feedback. Und auch das meinen wir ernst. Wir werten auch aus, wie Sie uns bewertet haben für das Webinar. Und Sie können uns auch jederzeit per E-Mail kontaktieren, also einmal über diese eingeblendete Webinar-E-Mail-Adresse oder, was sich weiter vorne gezeigt hat, über die Online-Kauf-E-Mail-Adresse. Also auch wenn Sie Fragen, Anregungen, Feedback zum Thema Online-Kauf haben, freuen wir uns darüber selbstverständlich auch. Okay, jetzt hat Herr Schomaker war noch mal so nett und hat noch mal seine Frage noch mal da niedergeschrieben. Also wird der Online-Kauf in Zukunft für Online-Händler die FINA und Liefer ach, die Finanzierung und Lieferungen im eigenen Haus haben geöffnet?
und ist die Online-Ads deutschlandweit sichtbar. Diese deutschlandweite Sichtbarkeit haben wir auch schon vorher mal gesagt, ist auf jeden Fall gegeben. Ja, also die Anzeigen werden ganz normal auf mobile.de ausgespielt und wie der Alex Thielicke vorhin gesagt hatte, steht die sogenannte Core-Integration unmittelbar bevor. Oder wie ich es formuliere, wir werden dann endlich die PS richtig auf die Straße kriegen. Das heißt, diese aktuell 8000 Online-Kauf-Inserate sind dann nicht mehr separat zu filtern und zu finden, sondern sie sind in den Ergebnislisten auch zusammen mit den klassischen Inseraten. Und das ist relativ wichtig auch für die Reichweite und die Sichtbarkeit aller Online-Kaufinserate. Und das Thema Finanzierung, Paul, war noch, da geht es wahrscheinlich darum, ob die Partnerbanken des jeweiligen Händlers Anwendung finden können, vermute ich einfach mal. Wenn das die Frage ist, momentan sind wir im aktuellen Geschäftsmodell limitiert auf den einen Partner Santander. Das heißt, wir haben Händler, die sagen, wir würden gerne unseren Bankenpartner nehmen. Manche haben Vorgaben, Penetrationsquoten, Verträge abgeschlossen, wie viele Finanzierungsverträge zur jeweiligen Bank gehen müssen in einem Zeitraum. Das ist uns wohl bewusst. Das können wir im aktuellen Geschäftsmodell leider nicht abbilden. Auch das ist etwas, was für die Pilotphase kommen soll, kommen wird. Wahrscheinlich eher über einen Workaround erstmal. Aber ja, wir wissen, dass der Handel, dass Sie auch mit dem Thema Finanzierung natürlich Geld verdienen, Erträge ziehen. Und das werden wir perspektivisch ermöglichen in der Erweiterung des Geschäftsmodells. Ich sehe einen Daumen, dann scheint Okay. das gestimmt zu haben oder gepasst zu haben. Ich glaube, ja, Herr Schumacher hat auch noch mal nachgehakt bezüglich Finanzierung, aber ich glaube, das hast du jetzt erwähnt. Von daher hoffe ich, dass es beantwortet ist. Und dann war auf jeden Fall noch eine Frage von Herrn Kutzner früher. Sorry, tut mir leid, das habe ich übersehen. Ist denn geplant, die Kommunikation mit dem DAD und der Auslieferungsplanung zwischen Händler mobile.de und eben dem DAD zu verbessern? Der reine Ticket-E-Mail-Verkehr und der DAD, der sich bei allen auf Datenschutz beruft, ist wirklich sehr, sehr anstrengend und langwierig. Also ich glaube, im Kern der Frage, ob wir hier noch weiteres planen im Sinne der Verbesserung. Ja, also die kurze Antwort ist ja. Die längere Antwort ist, wir werten das intern aus. Also neben dem Team von Paul Stübing für das Thema Inserate unter anderem gibt es noch ein eigenes Team Fulfillment, Disposition, Logistik. Da sind Menschen, die selber in Autohaus-Dispos gearbeitet haben. Und wir wissen, dass da nicht immer alles optimal läuft. Also den konkreten Fall, wenn da was sein sollte, würde ich darum bitten, dass Sie es uns per E-Mail mal zukommen lassen, Herrn Stübing oder mir, dass wir uns das anschauen können. Und ja, wir sprechen mit den Partnern. Und das hat jetzt ist nicht irgendwie eine Generalkritik an DAD Kroschke. Also bitte nicht so interpretieren wir. Es ist in Vorbereitung, dass wir uns dort etwas breiter aufstellen. Wir werden wahrscheinlich über kurz oder lang mit einem zweiten Partner für das Thema Auslieferung arbeiten. Das wird Ihnen ähnlich gehen im Autohaus. Ein Partner, der sehr gut funktioniert, ist top. Wenn aber da mal irgendwas ist, dann, wie soll ich sagen, dann ist man in der Bredouille und wir wollen uns dort breiter aufstellen und die Vorarbeiten sind hinter den Kulissen erfolgt. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Wunderbar. Gut, ich glaube, dann sind wir durch mit den ganzen Fragen. Angebot steht, alles, was Ihnen in Zukunft noch einfällt, wenden Sie sich an uns. Wir freuen uns drauf und bedanken uns ganz herzlich, dass Sie dabei waren und so viele tolle Fragen gestellt haben. Und ja, unser Wunsch ist natürlich, dass Sie auch mit unserem Angebot Online-Kauf gutes Geschäft für sich selbst, für Ihren Betrieb generieren können. Und ich möchte ganz herzlich nochmal unserem Expertenteam hier danken. Ingo, Alex und Paul. Toll, dass ihr alle da wart. Toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Genau. Dank. Eine Frage gibt es jetzt noch. Welche Regelung gibt es bei Fahrzeugen mit Modulen, also Connected Fahrzeuge? Da müsste ich zurückfragen, was genau gemeint ist. Also die Fahrzeuge müssen eingerichtet werden, wenn das die Frage ist. Also die Dienste müssen aktiviert werden in aller Regel.
Ja. Und so wie ich das von Vorführwagen kenne, wird das dann für einen Vorführwagen auch gemacht. In dem einen oder anderen Fall womöglich nicht. Aber ja, wenn das Fahrzeug darüber verfügt, dann sollte das aktiviert werden. Genau, Oder die und es, Frage, ja. ja, also ich würde es auch so interpretieren, und Andreas Forster hat dazu, passt dazu, gefragt, was passiert denn bei der Auslieferung? Gibt es eine Fahrzeugeinweisung? Ja, da sind wir offen gesprochen bei einer Achillesferse des gesamten Online-Kaufkonstruktes angekommen, unweigerlich. Also wenn Sie jetzt mit den Autohausmaßstäben von einem Markenhändler herangehen, gerade im Neuwagenbereich, zum Teil werden ja die Auslieferungen schon gesplittet in zwei Teile und der Connected Car-Teil, der interaktive, internetbezogene Teil wird ja dann manchmal sogar separat gemacht. Mit Verlaub, das können wir im Online-Kaufbereich, wenn wir ausliefern lassen, auf der eigenen Achse zum Endkunden nicht leisten. Das ist nicht unser Anspruch. Nichtsdestotrotz gibt es mit DAD Kroschke vereinbart eine Kurzübergabe, wo die wesentlichen Dinge abgebildet werden, inklusive sicherheitsrelevanter Aspekte wie Warnblinker oder ähnlichem. Der Kunde bekommt eine kurze Übergabe. Kurz im Sinne, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, irgend sowas von 10 bis 15 Minuten. Also das reicht bei weitem nicht an eine Herstellervorgaben entsprechende Auslieferung bei einem Vertragshändler ran. Nichtsdestotrotz haben wir vereinbart, dass die Kunden da eine Information bekommen und dass sie auch, dass ihnen nicht einfach auf gut Deutsch der Schlüssel über den Zaun geworfen wird. Genau, und dann noch das Thema Bewertung. Ja, wichtig. Wie verhält es sich mit den Bewertungen? Bekommt mobile die Bewertung, weil wir in dem Fall der Verkäufer sind? Das habe ich jetzt nicht verstanden, ob wir Bewertungen bekommen, wie das. Ja, also Normalfall, so interpretiere ich die Frage. Ich als Händler verkaufe ich natürlich meine Fahrzeuge über mein Ladengeschäft und so weiter und bekomme hinterher natürlich Bewertungen auf den verschiedenen Börsen, bei Google. Bei Mobilia genauso. Wie ist es denn hier mit dem Thema Bewertung? Also was ich weiß, ich muss gestehen, ich bin da nicht so tief drin wie in manch anderen Themen. Vielleicht wissen Paul und Alex noch mehr oder Rat. Was ich weiß, ist, das passiert unweigerlich im Internet. Ich habe selber schon gegoogelt, wie man das eben so macht. Es gibt Bewertungen über Online-Kauf, die man im Internet findet und da sind nicht nur positive dabei. Also wir müssen uns dem genauso stellen. Wir sind transparent im Internet und deswegen werden wir und unsere Arbeit auch von den Endkunden, die diese Fahrzeuge kaufen und übergeben bekommen, werden wir auch bewertet. Natürlich sind das jetzt nicht die Massen wie bei Ihnen im Fahrzeughandel. Wenn Sie überlegen, wir sind noch nicht mal ein Jahr am Start, dann reden wir über ein Marktsegment, ein Zukunftsmarkt. Ja, dazu stehe ich nach wie vor. Nichtsdestotrotz ein Marktsegment, was noch überschaubar ist. Ist es jetzt nicht so, wie bei einem Hotel mit 1000 Zimmern, dass sie dann 3000 Bewertungen dazu finden? Ja, also der Anteil derjenigen, die gekauft hat, nicht jeder bewertet, da bleibt dann eben entsprechend eine kleinere Schnittmenge oder Teilstichprobe übrig. Genau. Und das natürlich auf den öffentlichen Plätzen, wo man im Internet bewerten kann. Hier kann man es ja nicht dem einzelnen Account zuordnen. Wunderbar. Ich denke, das war eine richtig runde Sache. Und ich denke, wir haben alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen hier vollgestopft mit Informationen und mit Gedankenanstößen. Freuen Sie sich auf die Präsentation, die Sie dann übermorgen in Ihren E-Mail-Postfächern finden. Alles, was an Fragen kommt, schreiben Sie uns webinar@team.mobile.de. Und wir wünschen Ihnen alles Gute, gute Geschäfte und einen schönen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und dann schon mal ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Vielen Dank. Danke sehr. Ciao zusammen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Richten Sie Ihren Bildschirm schon mal so ein, dass es für Sie passt, dass Sie genug sehen können. Und wir haben dann auch noch den ein oder anderen QR-Code. Den können Sie abscannen, können Sie ganz genau auch später machen. Ihnen kommt ja alles zu. Und bevor wir loslegen, heute mit unserem Thema Online-Kauf, das haben Sie in der Anmeldung schon gesehen, heiß erwartet von ganz vielen von Ihnen. Wir hatten ja schon mal ein Auftakt-Webinar gemacht und da gab es auch so viele Wünsche und Vorschläge und Fragen aus der Händlerschaft. Eines der wichtigsten Sachen war natürlich, wie sieht es denn aus mit einer API, wie sieht es aus mit einer Schnittstelle? Na, und diese und ein paar weitere Neuigkeiten
erfahren Sie dann heute. Bevor wir starten, interessiert uns natürlich, von wo schauen Sie uns denn zu? Schreiben Sie doch einfach mal in den Chat, welche wunderschönen Orte in Deutschland sind denn hier vertreten? Aus Rhein, hallo Peter Gutzberg, das freut mich besonders, dass du wieder dabei bist. Hagen auch sehr schön. Nürnberg, Stuttgart, Gießen, da haben wir alles dabei. Gibt es noch ein bisschen Norddeutschland hier vielleicht? Naumburg, ja, auch sehr schön in Sachsen-Anhalt. Steinheim, Braunschweig. Ja, Wunsch, Hamburg, na, da haben wir doch was. Mühlhausen, ach, das andere Mühlhausen, bei Neumarkt. Ja, Stendal, ach, Marien heute in Stendal, nicht in Brandenburg. Ingo Seifert aus Gotha ist wieder dabei. Prima, Kiel auch, Wilhelmshaven und Sangerhausen. Hallo, Herr Feix, freue ich mich, dass Sie da sind und kamen. Ja, wunderbar. Und ja, nochmal reine Prima. Also, Chat funktioniert. Wir freuen uns, dass Sie alle am Start sind. Und jetzt geht's auf, wir starten. Ich freue mich ganz besonders, dass mein lieber Kollege Ingo Pietz mit mir dabei ist, denn der Ingo verantwortet bei uns das gesamte Händlergeschäft genau für den Online-Verkauf. Und ich begrüße dich und freue mich, dass du da bist. Hallo, lieber Ingo. Hallo, lieber Dirk. Und ich grüße alle, die hier mit in der Runde sind, virtuell. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute dabei sind und werden Ihnen eine knackige Portion Online-Kauf geben. Darauf können Sie sich freuen. Kurz zu meiner Person, für die mich noch nicht kennen. Ich gehöre zum sogenannten Kernteam, was den mobile.de Online-Kauf damals mit aufgebaut hat und verantworte das gesamte Händlergeschäft im Bereich Online-Kauf. Und ich bin heute nicht alleine am Start, sondern ich habe zwei geschätzte Kollegen mit dabei. Und zwar einmal den Alex Thielicke und den Paul Stübing. Und die beiden werden sich selbst einmal kurz Ihnen vorstellen. Ja, danke Ingo erstmal für die Überleitung. Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Alex Thielicke. Ich bin Produktmanager bei mobile.de und hier im Bereich Online-Kauf tätig und konzentriere mich hier besonders mit meinem Entwicklerteam auf den Inserate-Teil, also auf die Inserate-Erstellung im Online-Kaufbereich. Insbesondere natürlich auch auf die Qualitätssicherung und auf die Skalierung des Online-Kaufangebots. Freut mich sehr, hier zu sein und freut mich sehr, auch diese große Runde heute begrüßen zu dürfen. Ja, damit an dich, Paul. Ja, vielen Dank. Guten Morgen in die Runde auch von mir. Mein Name ist Paul Stübing. Ich bin seit Juli diesen Jahres bei mobile, also noch ganz frisch, und bin Teamleiter unseres Dealer Operation Teams, also sozusagen der Mann, der bei Ingo Pietz auch noch sehr kräftig unterstützt. Und ich und mein Team, wir sind vor allem für Ihre Fragen da in Bezug auf Inserate, Qualitätsprüfung und natürlich auch das Onboarding. Freut mich sehr, dass Sie hier sind. Und genau, das war es von meiner Seite. Ja, vielen Dank. Und damit ist auch alles bereit. Wir können quasi sagen, schneiden Sie sich bitte an. Take your seats, please. Es geht los zum Thema Online-Kauf. Wir werden Ihnen mal salopp formuliert ein Konzentrat verpassen zum Thema Online-Kauf in aller gebotenen Kürze. Einige von Ihnen werden das Thema Online-Kauf vielleicht schon kennen. Wir gehen davon aus, dass die meisten, die hier jetzt gerade zuschauen, das noch nicht kennen. Und deswegen werden wir in den folgenden, sagen wir mal, 10, 15 Minuten versuchen, Ihnen einen guten Überblick zu verpassen. Und daran schließt sich dann das Thema Schnittstelle, das Thema Seller API oder API an, weswegen hier heute auch viele eingeschaltet haben, wie wir zukünftig mit dem Thema Daten im Bereich Online-Kauf umgehen können und werden. Ja, vielleicht zum Einstieg einen kurzen Überblick in die Marktzahlen. Es stellt sich immer wieder raus, die Frage ist gar nicht mehr, ob sich der Markt verändert, sondern wie schnell er das tut. Und wir sagen nicht, dass ihr stationärer Verkauf, dass der stationäre Handel keine Rolle mehr spielen wird. Ganz im Gegenteil, das wird weiterhin ein wichtiges Standbein für den Autohandel sein und bleiben. Und wir sagen auch nicht, dass das Thema klassische Inserate und die Leads, die Sie von mobile.de ja schon bekommen und schätzen, dass das plötzlich keine Rolle mehr spielt. Auch ganz im Gegenteil, das wird weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Was wir sagen mit dem Thema Online-Kauf ist, das Kaufverhalten der Kunden verändert sich unweigerlich. Ob uns das persönlich gefällt oder nicht, steht vielleicht auf einem anderen Blatt Papier. Aber Fakt ist, ein Teil der Kunden fängt an, das Kaufverhalten zu verändern in Richtung Online-Kauf. Und dieser Anteil der Kunden wächst und wächst. Und deswegen haben wir uns damals entschieden, dass wir auch einsteigen in das Thema. Seitens mobile.de seit September letzten Jahres sind wir mit einigen wenigen Händlern gestartet,
Und inzwischen, Sie können es auch live auf mobile.de sehen, sind wir bei etwas über 8000 Online-Kaufinseraten angekommen, Tendenz wachsend. Und vielleicht ein Wort noch zu unserem Geschäftsmodell. Der ein oder andere wundert sich, warum tritt mobile.de als Verkäufer gegenüber dem Endkunden auf? Wir haben uns in der Startphase damals entschieden, dass das Geschäftsmodell ist, was wir zum Start weg gut beherrschen können, wo wir einen einheitlichen Qualitätsstandard sicherstellen können. Und deswegen haben wir uns ganz bewusst damals dafür entschieden. Und wie Sie hier auf der Darstellung sehen, es ist sehr wohl unser Ziel. Daran arbeiten wir aktiv, dass wir Ihnen, dass wir dem Handel auch ermöglichen, selbst als Verkäufer der Fahrzeuge auf mobile.de aufzutreten. Sie können sich vorstellen, das bringt eine gewisse Komplexität mit sich und wir werden im Herbst mit einer Pilotphase starten mit einigen wenigen Pilothändlern, um das in einer Testphase ja, zu verproben, zu testen. Das sehen Sie auf der rechten Seite dargestellt. Heißt, mobile.de entwickelt sich weiter, der Markt entwickelt sich weiter und wir bieten Angebote auch für Sie als Händler, damit Sie auf verändertes Kundenverhalten bestmöglich vorbereitet sind und auch direkt einsteigen können mit der Vermarktung. Ja, eine häufig gestellte Frage ist, wer sind denn eigentlich die Kunden, die Online-Kauffahrzeuge kaufen? Die Antwort fällt dreigeteilt aus. Zunächst einmal, ja, es gibt eine Art von Kannibalisierung. Es gibt durchaus Menschen aus der klassischen Inseratszielgruppe, die, ich nehme mal den 45-jährigen Familienvater, der am Wochenende, anstatt zu Ihnen einfach ins Autohaus zu fahren, weil er auch noch im selben Ort wohnt, online ein Fahrzeug bestellt. Ja, das kommt vor, das ist aber nicht die Regel. Was wir darüber hinaus erleben, ist, dass die Inserenten deutschlandweit Fahrzeuge kaufen, um ihnen mal ein Gefühl dafür zu geben, weil wir häufiger gefragt werden, ja, wohin verkauft ihr denn die Autos? Wie weit werden denn die Autos verkauft? Der Durchschnitt liegt bei über 400 Kilometern vom Fahrzeugstandort bis zur Wohnadresse des Kunden. Das sind enorme Distanzen. Wir reden hier von Durchschnittswerten. Da gibt es sicherlich Spitzen nach oben und nach unten. Wir haben auch in der Spitze über 800 Kilometer. Ja, es gibt auch mal Verkäufe direkt in die Nachbarschaft. Aber Fakt ist, durch diesen hohen Durchschnittswert erreichen wir wirklich deutlich, deutlich überregional die Kunden. Und der dritte Bereich, und ich würde sogar sagen, mit Blick auf die Zukunft, der wichtigste Bereich, sind die sogenannten Digital Natives. Das sind Menschen, die inzwischen jenseits der 30 sind und auch in der Lage sind, 30.000 Euro für einen Gebrauchtwagen auszugeben und das auch tun und diese Gebrauchtwagen dann auch online kaufen. Das sind Menschen, die sagen, ich brauche keine Probefahrt mehr. Ich habe mir das Auto am Smartphone angeschaut. Da sind wir beim Thema Inseratsqualität, wo wir nachher noch drauf eingehen werden. Ich weiß alles, was ich wissen muss über dieses Fahrzeug, habe es mir online angeschaut und ich kaufe es, nachdem ich es mir online angeschaut habe, ohne eine Probefahrt. Dieser Anteil der Menschen nimmt zu und genau dafür ist auch das Online-Kaufangebot für Sie als Händler zugeschnitten. Wir führen Sie einmal kurz und knapp durch den Online-Kaufprozess. Wir werden jetzt nicht auf alle Schritte eingehen. Wenn Fragen im Chat sind, gehen wir da gerne nochmal gesondert drauf ein. Aber in der gebotenen Kürze, Sie sehen hier einen mehrschrittigen Ablauf. Mein Kollege Alex Thielicke wird nachher noch im Bereich Schnittstelle Seller API darauf eingehen, wie entstehen denn eigentlich die Online-Kaufinserate. Deswegen halte ich den Teil hier kürzer. Fakt ist, in Schritt 1, Sie arbeiten weiter wie bisher, was Ihre klassischen Inserate betrifft. Daran ändert sich überhaupt nichts. Wir sind in der Lage, anhand der Kriterien, die ich Ihnen gleich noch zeige, die Fahrzeuge vorauszuwählen und zu filtern. Für einen Online-Kaufinserat müssen Zusatzinformationen übermittelt werden, damit der Kunde vom Fleck weg kaufen kann und eben nicht vor Ort noch Absprachen stattfinden oder eine Probefahrt. Auch das, darauf werden wir noch eingehen. Was wir in Schritt 4 immer machen, das ist das Team von Paul Stübing, ist die Inserate zu prüfen, nicht nur auf Vollständigkeit, auf alle möglichen Kriterien. Es stellt sich immer wieder raus, wo Menschen arbeiten, werden Fehler gemacht und da ist es besser, wenn man die Inserate prüft. Ein wichtiger Punkt ist noch, dass wir in Schritt 6 vieles von Ihnen fernhalten, bevor wir überhaupt mit einer verbindlichen Reservierungsanfrage auf Sie zugehen. Heißt, wir qualifizieren die Kunden vor, machen die Finanzierungsvoranfrage und erst, wenn der Kunde da durchgekommen ist, dann fragen wir überhaupt das Fahrzeug verbindlich zur Reservierung an für die nächsten 48 Stunden. Das Ganze geht dann weiter. Wir bringen den Kunden durch die Finanzierung. Wir kaufen das Fahrzeug bei Ihnen an. Dann verkaufen wir das Fahrzeug an den Endkunden. Wir kümmern uns um die Zulassung über unseren Partner DAD Kroschke.
schicken Ihnen die Kennzeichen, die Sie dann am Fahrzeug anbringen. Und im letzten Schritt kommt dann jemand vom Dienstleister DRD Kroschke und holt zum vereinbarten Termin das Fahrzeug bei Ihnen ab, inklusive einer Checkliste, so wie Sie es auch vor Ort kennen, wenn Fahrzeuge übergeben werden. Ja, das war jetzt einmal der Gesamtüberblick. Die wichtige Frage, die viele sicherlich noch im Kopf haben: Welche Fahrzeuge kommen denn in Frage für das Thema Online-Kauf? Wir konzentrieren uns auf die sogenannten jungen Gebrauchtwagen, junge Pkw bis zu 4 Jahre. Sie sehen hier die Kriterien eingeblendet. Wir haben noch keine vollelektrischen Fahrzeuge. So viel darf ich verraten. Wir arbeiten im Hintergrund daran, dass sich das über kurz oder lang auch ändert und wir, auch wenn alle Voraussetzungen gegeben sind, auch Elektrofahrzeuge handeln. Wir wissen auch aus dem Handel, dass die Standzeiten sich zum Teil aktuell erhöhen, auch gerade im Bereich der Elektrofahrzeuge. Von daher wissen wir, dass es gewünscht und gewollt ist, die auch mit anzubieten. Ansonsten sehen Sie auf der rechten Seite noch den Zustand der Fahrzeuge dargestellt. Da sollte nichts überraschen mit dem Thema HU, AU und Service. Solche Dinge sind in den allermeisten Fällen nach unserer Erfahrung bei den meisten Händlern eh üblich, dass Fahrzeuge aufbereitet werden für die Auslieferung und. Das sind Dinge, die ja in den allermeisten Fällen zum Branchenstandard gehören. Ansonsten noch ein Wort zu unseren Gebühren. Die sind 1,99% plus ein Sockelbetrag von 99 Euro. Dazu sind zwei Dinge wichtig. Einmal, das Ganze ist gedeckelt bei 699 Euro. Das wird vor allen Dingen wichtig bei höherpreisigen Fahrzeugen ab 30.000 Euro etwa aufwärts, greift dann die Deckelung. Und der zweite wichtige Aspekt ist nicht zu vernachlässigen, diese Verkaufsprovision, diese Gebühr fällt nur im Erfolgsfall an. Nehmen wir einfach einmal an, Sie haben 2 Monate lang 200 Fahrzeuge inseriert bei uns bei mobile.de im Online-Kaufbereich und wir würden kein Fahrzeug verkaufen, was ich nicht glaube, was auch nicht passiert, dann würde auch keinerlei Gebühr entstehen. Das heißt, Sie haben dann hierdurch keine Fixkosten, nur für die verkauften Fahrzeuge. Und ein bisschen greifbarer wird das Ganze anhand von zwei Beispielen. Einmal eher einen Kleinwagen, 15.000 Euro Fahrzeug, da sind wir bei knapp 400 Euro Gebühr, die sich rechnerisch ergeben. Und Sie sehen unten dargestellt bei teureren Fahrzeugen, gerade die Händler, die Premium-Marken im Portfolio haben, die kennen das. Da würde dann der Betrag höher sein, da greift die Deckelung auf 699 Euro. Ansonsten ist uns eins wichtig, und das sehen Sie in der Mitte symbolisch dargestellt. Das ist kein Spruch, das ist ernst gemeint. Zusammenarbeit als Partner, so kennen Sie das auch von mobile.de, und genau das gilt auch für den Online-Kaufbereich. Wir möchten mit Ihnen partnerschaftlich zusammenarbeiten auf Augenhöhe. Wir kümmern uns auf unserer Seite darum, die Dienstleister zu koordinieren. Da gehe ich gleich nochmal darauf ein, mit wem wir da noch zusammenarbeiten. Wir kümmern uns darum, dass sie auch schnell ihr Geld erhalten. Wir entwickeln das Online-Kaufprodukt weiter. Übrigens, bestes Beispiel ist heute das Thema Seller-API. Das ist ein Beispiel für die Weiterentwicklung eines Produktes. So, ja, und auf der rechten Seite, kurz gesagt, brauchen wir von Ihnen hohe Transparenz, hohe Inseratsqualität, damit das in der Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Und dann ist das eine Partnerschaft. Und so machen wir das übrigens auch seit September letzten Jahres mit vielen, vielen Online-Kaufpartnern, und es werden jede Woche mehr. Ja, noch ein Wort zu unseren Partnern. Ich sagte es schon, wir arbeiten, Sie sehen rechts, Abwicklung ab Kauf mit DRD Kroschke zusammen. Vielen mit Sicherheit bekannt für das Thema Zulassung und Auslieferung. Die Fahrzeuge werden auf der eigenen Achse überführt bis zur Wohnanschrift des Kunden. Das ist unter Umständen eine Besonderheit, die bei einigen anderen Anbietern anders gehandhabt wird. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Das funktioniert und DRD Kroschke ist ein verlässlicher Partner. Ansonsten arbeiten wir für die Endkunden Finanzierung mit der Santander Bank zusammen. Das heißt, der Kunde kann im sogenannten Checkout auch digital eine Finanzierung für das Online-Kauffahrzeug erhalten. Und in der Mitte dargestellt, unser Garantiepartner ist die Car-Garantie für die einjährige Fahrzeuggarantie, die wir gewähren. Ich denke, auch die Car-Garantie wird vielen von Ihnen geläufig sein. Vielleicht sind Sie sogar ohnehin als Händler bereits Partner der Car-Garantie. Der Dirk Walter nickt gerade. Also das sind hier Namen aus der Branche, die bekannt sind, und mit denen arbeiten wir im Online-Kaufprozess inzwischen schon seit ja fast einem Jahr erfolgreich zusammen. Kurz zusammengefasst: Was haben wir Ihnen am Ende des Tages mit dem Thema Online-Kauf zu bieten? Schlichtweg mehr Reichweite, damit verbunden mehr Nachfrage. Das Ganze mündet in mehr Verkäufe, wie wir es schon sagten. Kunden erreichen Sie, die Sie sonst nicht erreichen würden, die nicht den Weg ins Autohaus finden würden.
die digital affin sind. Genau solche Kunden können Sie mit diesem Produkt erreichen. Das zeigen auch unsere Zahlen. Und unterm Strich sollen sich dadurch für Sie Zusatzerträge ergeben. Und das Ganze ist eine Investition in die Zukunft, wobei wir sagen, das ist nichts, wo man darauf warten sollte, sondern the time is now, wie man im Englischen sagt. Der Zeitpunkt ist eigentlich reif, es jetzt zu tun und nicht zu warten bis anno Dünnemal, bis 2025. Ja, das ist jetzt ein schneller, wilder Ritt gewesen zum Thema Online-Kauf. Etwas kürzer und kompakter, als wir das sonst vielleicht machen würden. Das hat damit zu tun, dass wir dem Thema Seller API, dem Thema Daten heute durchaus genügend Raum geben möchten, auch für Ihre Fragen im Chat nachher. Wir stehen, das will ich vorweg sagen, auf jeden Fall noch Rede und Antwort. Und bevor, wie soll ich sagen, bevor ich noch viel weiter rede, übergebe ich das Wort an meinen Kollegen, den Alex Thielecke, für das Thema Seller API. Ja, danke Ingo. Genau, mein Kollege Herr Pietz hat es schon gerade angedeutet, aus der Zusammenarbeit mit unseren vielen bisherigen Partnerhändlern im Online-Kaufbereich wissen wir, dass die Datenübertragung und vor allem die Schlankheit der Prozesse ein ganz, ganz wichtiges Thema ist für Sie als Händler. Deswegen wollten wir dem Thema Seller API heute auch genügend Raum einräumen. Bevor wir in die Tiefe der Datenfelder eintauchen, auch gerne noch mal kurz ein paar Worte zum Vergleich zwischen klassischen Inseraten und Online-Kaufinseraten und damit gerne auch der Übergang zur nächsten Folie, bitte. Perfekt, genau. Hier sehen wir einmal die zwei Inserate, die wir hier haben. Also auf der linken Seite sehen Sie das klassische mobile.de-Inserat, welches die Grundlage bildet für das mobile.de-Online-Kaufinserat. Das heißt, eigentlich 99% der Daten, die wir im Online-Kaufinseraten verwenden, kommen bereits aus dem klassischen mobile.de-Inserat. Ja. Wenn wir uns auf der linken Seite einmal das klassische Inserat anschauen, dann sehen wir hier, naja, die gewohnte Darstellung, wie Sie bereits kennen, sprich also Ihre Kontaktdaten gegenüber dem Endkunden sind angegeben. Wir verwenden selbstverständlich Ihre Fahrzeugbilder und auch Ihre Fahrzeugbeschreibung. Auf der rechten Seite dann sehen Sie ein Online-Kauf-Inserat. Wir nennen das einen digitalen Zwilling. Und dieser digitale Zwilling existiert zusätzlich zum klassischen Inserat. Also Sie haben dann sozusagen mit dem Online-Kauf zwei Inserate, einmal Ihr klassisches Inserat und zusätzlich noch sozusagen diesen Klon, dieses mobile.de Online-Kauf-Inserat. Was ist jetzt an diesem Online-Kauf-Inserat etwas anders? Naja, zum einen steht da mobile.de als Kontakt gegenüber dem Endkunden, weil wir ja der Vertragspartner sind und für die Verkaufsabwicklung zuständig sind, zusammen mit unseren Logistikpartnern und Ihnen. Ferner gibt es ein paar Zusatzinformationen auf diesem Inserat, beispielsweise das Merkmal, ob das Auto ein Rückläufer aus Autovermietung und Carsharing ist. Hier schon mal der kleine Hinweis, diese Zusatzinformationen werden nicht auf Ihrem klassischen Inserat auftauchen, sondern nur auf unserem mobile.de gebrandeten Online-Kauf-Inserat. Und ferner nehmen wir noch eine kleine Standardisierung vor. Sie sehen es zum Beispiel an den Bildern, dass wir so einen gewissen mobile.de gebrandeten Showroom-Effekt haben. Und ferner, wofür Pauls Team dann nochmal zuständig ist, ist dann auch nochmal die Inserate zu prüfen, bevor diese live gehen, zum Beispiel nochmal den kleinen Abgleich zu machen, ob die Anzahl der Türen tatsächlich zu den Inseratebildern passt. Damit auch gerne dann zur nächsten Folie. Was Sie sich vielleicht auch fragen ist, ja, wo findet denn der Endkunde unsere Online-Kauf-Inserate? Das Schöne ist, dass die Platzierung sehr prominent gewählt ist für unsere über 11 Millionen monatlichen Nutzer auf mobile.de. Das heißt, wir haben aktuell auf der mobile.de Startseite hier einen Online-Kauf-Filter platziert. Über diesen können die Kunden direkt die Online-Kauf-Inserate auswählen und kommen direkt auf unsere Online-Kaufseite, die aktuell noch so ein bisschen als Satellit existiert, sozusagen eine zusätzliche Seite. Das Schöne ist, und das ist vielleicht auch eine schöne Produktüberraschung, damit können wir dann auch gleich in der nächsten Slide aufwarten, ist, dass wir gerade auch aktuell daran arbeiten, sozusagen diese Online-Kaufangebote alle in unsere mobile.de Suchergebnisseite, also in unsere klassische Suchergebnisseite zu integrieren. Das heißt, hier knüpfen wir dann nahtlos an die bestehende Kundenerfahrung auf der Suchergebnisseite an. Über die können dann Kunden einen Filter setzen und die mobile.de Online-Kauf-Inserate parallel sozusagen zu den klassischen Inseraten auf der Suchergebnisseite finden und auswählen. Ja, hier steht schon ab KW 38, also genau die Daumen sind gedrückt, dass wir damit dann in der kommenden Woche auch endlich live gehen werden.
Genau, danke Ingo. Viele fragen sich vielleicht auch, ja, wie entstehen jetzt Online-Kaufinserate? Grundlegend gibt es drei Möglichkeiten. Die erste, und die kennen vielleicht schon ein paar von Ihnen, ist der Händlerbereich. Auch gerne natürlich in den Kommentaren anmerken, wer von Ihnen vielleicht mit dem Händlerbereich arbeitet. Genau. Hier ist es so, dass Sie als Online-Kaufpartner die für den Online-Kauf geeigneten Inserate im Händlerbereich angezeigt bekommen. Das heißt, die Kriterien, die mein Kollege Plitz vorher kurz angedeutet hat, erfüllen, würden hier angezeigt werden. Und danach hätten Sie die Chance, diese Inserate mit zusätzlichen Informationen für den Online-Kauf im Händlerbereich anzureichern. Das Team von Herrn Stübing würde sich dann diese Inserate nochmal mit den Zusatzinformationen ansehen und sie dann im Anschluss aktivieren, sodass sie danach den Endkunden angezeigt werden können. Die zweite Möglichkeit ist der Datenexport als Fahrzeugliste. Das hat sich ehrlicherweise im Daily Doing auch als eine Practice sozusagen erwiesen. Funktioniert folgendermaßen: Sie können auf Basis Ihrer Fahrzeuginserate eine Fahrzeugliste erstellen. Diese Fahrzeugliste sollte dann die Angabe enthalten, ob es sich bei dem jeweiligen Fahrzeug um einen Rückläufer aus Carsharing oder Autovermietung handelt. Und wir würden dann die Fahrzeuge nach den Kriterien für den Online-Kauf herausfiltern, wieder überprüfen und die entsprechenden Inserate für Sie aktivieren. Und dann, wenn eine verbindliche Reservierungsanfrage seitens eines Kundens vorliegt, würden wir Sie dann nochmal bitten, zusätzliche Informationen nachzureichen, also insbesondere Prüfberichte oder falls keine Prüfberichte vorliegen, eventuell eine Car-Checkliste. Nun das besonders Schöne, vielleicht noch Ingo, eine Slide zurück, genau über die Seller-API-Integration haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Ab diesem Sommer und für Sie ab sofort nutzbar ist natürlich auch die Datenübermittlung mittels Ihres Datendienstleisters. Das heißt, zusammen mit Ihrem Datendienstleister können Sie die für den Online-Kauf gewünschten Inserate mit zusätzlichen Informationen anreichern. Wir werden dann auch wieder im Anschluss die Inserate entsprechend überprüfen und für Sie aktivieren. Genau, damit dann gerne zur nächsten Slide. Ja, viele von Ihnen fragen sich ja vielleicht jetzt, welche Datenfelder sind konkret hinzugekommen und was braucht mobile.de, um Ihre Inserate für den Online-Kauf zu aktivieren. Dafür haben wir mal folgende Übersicht hier mitgebracht. Ich werde noch mal ganz kurz auf diese Matrix auch eingehen. Na, auf der linken Seite sehen wir, welche Datenfelder neu hinzugekommen sind. Dann etwas weiter rechts sehen wir, dass diese neu in der API ist. In der mittleren Spalte sehen wir, ob diese Felder bereits vorher im Händlerbereich existiert haben oder neu hinzugekommen sind. Und auf den zwei weiteren Spalten sehen wir, ob diese dann im Online-Kaufinserat für Endkunden sichtbar sind und ob diese Informationen für uns zur Prüfung und Aktivierung erforderlich sind oder nicht. Ja, gehen wir da ganz kurz mal drüber. Also die Zulassungsbescheinigung, ja, wo wir dann so Sachen entnehmen wie die Anzahl der Fahrzeughalter oder das Zulassungsdatum, können Sie uns nun über die Seller-API schicken und wäre auch erforderlich zur Prüfung. Ebenso das Foto des Tachometers mit dem Kilometerstand. Auch da machen wir nochmal ganz gerne den Check. Ja, stimmt der Kilometerstand grob mit der Inserateinformation überein? Das Foto wird tatsächlich auch im Online-Kaufinserat aus Transparentgründen nochmal dem Endkunden angezeigt. Schadenfotos, auch hier nochmal der Hinweis vorweg, die werden natürlich nur und ausschließlich im Online-Kaufinserat, also nicht auf Ihrem klassischen Inserat erscheinen. Gerne an uns übermitteln, sofern irgendwelche Schäden am Auto bekannt sind, seien es auch längere Kratzer, ja, irgendwelche größeren Steinschläge, gerne abfotografiert an uns als Extradatenfeld übermitteln. Auch diese werden aus Transparenzgründen dem Endkunden nochmal im Online-Kaufinserat präsentiert. Genau, dann die Service-Historie, das Checkheft, auch hier gerne als Dokument an uns, ist ebenfalls ein erforderliches Feld. Genau, nutzen wir dann gerne natürlich Reparaturen, Reparaturvermerke und Ähnliches nachzuvollziehen, bevor wir ein Auto für den Online-Kauf freischalten. Dann für die Verkaufsabwicklung wichtig, unser Dispositionsteam schaut sich meistens nochmal die TÜV-Gutachten oder DEKRA-Prüfberichte an. Sollten diese nicht vorliegen, gegebenenfalls auch Car-Checklisten, also eins dieser Protokolle für den Zustand des Autos, wären uns nochmal wichtig. Ab dem Zeitpunkt der Verkaufsabwicklung, also sobald wir eine Reservierungsanfrage bekommen haben,
Sie können uns diese Informationen auch gerne schon im Vorfeld, also direkt mit der Inserate-Erstellung über die API übermitteln. Dann gerne zur zweiten Folie. Genau, jetzt haben wir über Dokumente gesprochen. Es gibt natürlich noch ein paar weitere Datenfelder, die für den Online-Kauf relevant sind. Das eine, was uns wichtig ist, ist das Merkmal, ob das Auto ein Rückläufer aus Vermietung oder Carsharing ist. Auch das würde der Endkunde zum Beispiel im Online-Kauf-Inserat sehen können aus Transparenzgründen. Und auch das möchten wir gerne vorher überprüfen können, um die Datenqualität zu ermöglichen. Ja, ähnlich wie bei den Schadensfotos, wenn Sie von irgendwelchen Schäden wissen, die Sie vielleicht auch gar nicht so gut mit Bildern allein dokumentieren können, dann schreiben Sie uns gerne in einem Freitext eine kleine Beschreibung, sofern irgendwelche Schäden übermäßigen Gebrauchsspuren bekannt sind. Gerne dieses Freitextfeld verwenden. Sollten überhaupt keine Schäden übermäßigen Gebrauchsspuren vorliegen, sprich das Auto ist ein Top-Zustand, dann setzen Sie natürlich bitte einfach den Haken in der API, dass das Auto sozusagen im perfekten Zustand ist. Dann weiß das Team von Herrn Stübing, das Fahrzeug befindet sich in einem Top-Zustand und kann gleich so live genommen werden. Dann ferner noch auch relevant für die Verkaufsabwicklung, nicht so relevant, deswegen auch kein erforderliches Feld. Aber wenn Sie es uns übermitteln können, dann geben Sie uns auch gerne noch das Ablaufdatum der Händlergarantie. Das braucht unser Dispositionsteam für die ja, eventuelle Verlängerung der Garantie zusammen mit unserem Versicherungspartner und natürlich auch die Kontaktdaten zur Abholung. Also wann ist das Auto abholbereit? Wo genau steht es? Wer ist der richtige Ansprechpartner in der Filiale zum Abholen? Und auf welchen Reifen steht das Fahrzeug zum Beispiel? Genau, ich glaube, damit sind wir auch schon auf der letzten Folie zum Thema Seller API. Und damit gebe ich nochmal ganz gerne an meinen Kollegen Herrn Plitz zurück. Ja, vielen Dank, Alex. Ich hoffe auch, dass Sie alle zum Thema Schnittstelle jetzt mehr Informationen haben, dass Sie einen Überblick haben und nochmal das Angebot, das werden wir auch gleich noch machen, zusammen mit dem Paul Stübing und dem Dirk Walter. Wir werden Fragen beantworten, die Sie uns stellen, entweder solche, die aus dem Chat noch offen sind oder solche, die sich jetzt dann noch spontan ergeben. Bevor wir in diesen Teil einsteigen, wollten wir Ihnen einmal nochmal alle Vorteile auf einen Blick zeigen. Und wir haben uns für dieses Webinar auch noch, wie soll ich sagen, ein Special überlegt. Und das will ich Ihnen hier einmal zeigen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben genug gesehen, Sie sind stark interessiert an dem Thema Online-Kauf, Sie wollen direkt loslegen und wissen, was Sie wissen müssen, dann können Sie uns einfach eine E-Mail schreiben und darum bitten, dass wir Ihnen eine Nutzungsvereinbarung zuschicken. Dann wird auf unserer Seite der Prozess gestartet. Es wird dann ein Onboarding natürlich noch folgen. Wir werden mit Ihren Mitarbeitern, die Sie uns benennen, dann wie eine kleine Schulung oder ein Training machen. Jedenfalls, wenn Sie loslegen wollen, gerne hier an die eingeblendete E-Mail-Adresse die Kontaktdaten schicken und meine Mitarbeiter melden sich dann bei Ihnen und im Rahmen dieser Webinaraktion, Sie sehen es vielleicht rechts eingeblendet, haben Sie keinerlei Transaktionskosten, also die Verkaufsprovision, die wir vorhin gezeigt haben, bis einschließlich 31. Oktober, sodass Sie das Ganze unverbindlich testen können und loslegen können mit Ihren Fahrzeugen. Ja, das wollte ich einmal noch zum Abschluss sagen. Das haben wir mit im Gepäck gehabt für alle, die bis hierhin zugehört haben, Spaß dran haben, Lust darauf haben, loslegen wollen. Hier ist nochmal, wie soll ich sagen, ein kleiner Motivationsschub. Ja, und damit sind wir auch mit dem originären Webinarteil, was den Online-Kauf betrifft und was die Seller-API betrifft, soweit durch. Und damit übergebe ich das Wort an dich, Dirk, und an dich, Paul. Ja, super, Ingo. Danke, Alex, auch für die ganzen Informationen. Und ich schlage vor, wir widmen uns jetzt gleich mal dem Chat, denn da gibt es schon viele spannende Fragen und auch Erfahrungsberichte. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Ich starte mal mit der Frage von Johannes Kutzner. Wie sieht es denn aus? Können sich Händler auf eine Pilotphase bewerben? Die Frage zielt mit Sicherheit ab auf die Übersicht, die wir vorhin gezeigt haben, mit der Erweiterung unseres Geschäftsmodells. Da muss ich leider sagen, nein, weil wir schon so weit fortgeschritten sind mit einer begrenzten Anzahl von Pilotpartnern. Also ich verstehe das. Wir haben einige Interessenten und Anfragen, dass wir dort niemanden weiter aufnehmen können. Das Ganze wird auch, das will ich vielleicht nochmal zur Einordnung sagen, wirklich sehr kompakt stattfinden.
mit einer Testphase, mit einem reduzierten Funktionsumfang. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, mit einer ganz, ganz kleinen Zahl von Partnern an den Start zu gehen. Das soll nicht heißen, dass wir nicht Interesse an einer Zusammenarbeit mit Ihnen haben. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie haben Interesse an der Pilotphase und wir finden jetzt hier nicht zusammen, dann wäre es toll, wir werden Ihre Kontaktdaten versuchen aufzunehmen oder Sie schicken uns eine kurze E-Mail. Und sobald wir dann den Marktstart machen mit der erweiterten Variante, was durchaus noch dauern kann, dann werden wir Sie, so haben wir das beim letzten Mal auch gehandhabt und es hat funktioniert, direkt wieder kontaktieren. Also, Herr Kutzmann, Sie brauchen nicht schicken. Wir haben ja über die Anmeldung Ihre Kontaktdaten da und Sie werden im Nachgang kontaktiert. Also einfache Sache. Dann, ich mache es einfach mal weiter. Peter Gutzberg von der Sängergruppe, er hat gefragt, wie sieht aktuell der Sales Funnel aus bezüglich des Online-Verkaufs? 8.000 Inserate wurde ja gesagt, also Einstieg in die Inserate, Abbruchquote oder an welcher Stelle wird abgebrochen? Wie viele stellen eine Kaufanfrage dann wirklich am Ende? Also welche Quote oder die Quote Kaufratengeschäft? Wie ist die Widerrufsquote? Und was können wir zum Thema Verkäufe sagen? Mike Meyer von Weser Graf hat schon seine Erfahrung geteilt. Aber erstmal Ingo an dich und an Alex. Was können wir denn da generell sagen? Ja, das ist eine mehrteilige Frage. Ich versuche sie auch Stück für Stück zu beantworten. Fangen wir vielleicht bei den 8.000 Inseraten und bei dem Funnel an. Also sehen Sie es mir bitte nach, Herr Gutzberg, dass ich jetzt hier nicht die kompletten mobile.de Verkaufszahlen ausbreiten kann. Aber ich werde versuchen, die Frage so gut wie möglich zu beantworten. Es gibt einige Besonderheiten im Online-Kaufbereich. Und da habe ich vorhin das Thema angesprochen, Vorqualifizierung des Kunden. Wir stellen ein Vielfaches von Bestellanfragen auf die Fahrzeuge unserer Partnerhändler fest. Da stellt sich jedoch häufig heraus, dass diese Kunden nicht solvent sind. Ich glaube, das ist ein Phänomen, was es im Autohandel insgesamt gibt. Es ist aber im Onlinehandel noch deutlich stärker ausgeprägt. Sie bekommen von diesen Anfragen nichts mit, weil wir gar nicht es wagen, Ihnen eine E-Mail mit einer verbindlichen Reservierungsanfrage zu schicken, wenn wir den Kunden nicht vorqualifiziert haben. Heißt, wenn wir den Funnel ganz oben betrachten, dann wären deutlich mehr, also um den Faktor 3 bis 4 würde ich mal aus der Hüfte schießen, Bestellungen da, als wir dann am Ende des Tages tatsächlich Ihnen weiterleiten. Und auch das gibt es, selbst vorqualifizierte Kunden, mit denen telefoniert wurde, wo es E-Mail-Kontakt gab, die Finanzierungsvoranfrage überstanden haben. Auch bei denen kommt es dazu, dass sie irgendwann nicht mehr erreichbar sind. Sekunde, ich muss einmal kurz. Kommt es dazu, dass sie nicht mehr erreichbar sind? Also, um es mal zusammenzufassen, was passiert am Ende des Tages in dem Funnel? Es bleibt relativ wenig von dem vielen, was vorne an Bestellungen generiert wird. Also, wenn ein Händler wissen möchte, sind meine Fahrzeuge attraktiv? Interessieren sich Kunden für meine Ware? Definitiv ja. Da ist unheimlich viel Traffic. Wenn man fragt, wie viel kommt unterm Strich dabei heraus, das ist ein guter Punkt, Herr Gutzberg. Das sagen wir auch immer in den individuellen Gesprächen den Händlern, Thema Erwartungen. Mit welchen Erwartungen gehen wir da zusammen ins Rennen? Was ich vorhin sagte, Thema Point-of-Sale-Geschäft, klassische Leads von mobile.de, das ist der Löwenanteil, dass der Online-Handel, den wir mit Online-Kauf machen, oder digitaler Handel, Fahrzeughandel, kann man ja auch sagen, das ist eine Investition in die Zukunft und da würden wir eher davon sprechen, von 100 Kunden, dass, sagen wir mal, 5 bis 10 dann einen Kauf tätigen. Mehr ist aktuell nicht realistisch. Und ich glaube, man würde das Produkt überfrachten oder mit Erwartungen vollladen, wenn man sagt, man erwartet von 100 Inseraten, dass dann plötzlich 30 verkauft sind. Das ist nicht realistisch. Trotzdem werden Verkäufe generiert, die sonst nicht zustande gekommen wären. Ja, das darf man nicht vergessen. Wir haben immer wieder Partner, die sagen, Wahnsinn, jetzt gestartet, sofort die ersten Fahrzeuge vermarktet und die Kunden kommen zum Teil von weit, weit her und kommen nicht aus dem Autohaus-Dunstkreis. Dirk, jetzt musst du mir nochmal helfen. Was hatten wir in dieser mehrteiligen Frage noch an Details, die vielleicht offen geblieben sind? Genau, also das war eine Frage nach Einstieg in die Inserate, nach der Abbruchquote, also wie viele brechen ab, was messen wir Ja. oder an welcher Stelle wird abgebrochen? Ja, die Abbruchquote ist sehr hoch und es gibt sie an praktisch allen Schritten. Also am höchsten ist sie, nachdem der Button kostenpflichtig bestellen geklickt wurde. Dann ist nochmal ein sehr großer Teil bricht ab bei der Finanzierungsvoranfrage. Die Kunden haben schlichtweg das Geld nicht, haben negative Schufa-Einträge und so weiter.
Und dann die weiteren Schritte haben geringere Abbruchquoten, aber der Löwenanteil geht wirklich vorne verloren im Funnel oder oben im Funnel. Klick auf das Fahrzeug zur Bestellung und Finanzierungsvoranfrage. Und kannst du zur Widerrufsquote noch etwas sagen? Ja, die ist extrem gering und das wollen uns viele immer nicht glauben. So nach dem Motto, das kann ja gar nicht sein und da müssen doch viele Kunden widerrufen. Also wir haben, das kann ich in absoluten Zahlen sagen, von Fahrzeugen, die tatsächlich zugelassen wurden und ausgeliefert wurden, da wo es am meisten wehtut für beide Seiten. Von diesen Fahrzeugen haben wir noch keine 10 innerhalb von einem Jahr. Also wir kennen diese Fälle im Grunde genommen noch persönlich. Dazu muss ich aber auch fairerweise sagen, dass wir vorne alles tun im Funnel und im Kontakt mit den Kunden und dass sich so ein Kunde unter Umständen, gerade die Wankelmütigen, das nochmal überlegt, Fahrzeuge zurückzugeben. Das tun sie mit Sicherheit in den Autohäusern auch und das macht bei uns ein Endkundenteam und steht im Kontakt mit den Kunden. Genau. Paul, ich übergebe mal an dich. Welche Themengebiete an Fragen hast du denn noch identifiziert? Sehr gerne. Also ich würde gerne nochmal auf die Seller-API zu kommen. Da ist auch die Frage unter anderem von Herrn Gutzberg und Herrn Meyer, ob denn die mobile CSV bereits auch erweitert wurde mit den neuen Feldern und ob die jeweiligen Dienstleister bereits informiert sind. Zu den Dienstleistern kann ich auf jeden Fall sagen, dass sie informiert worden sind, zumindest mit der Doku über unsere REST-API, über die Erweiterung der REST-API, nicht aber über die erweiterte mobile CSV. Richtig, Alex? Genau, ich nehme mal die Frage auf. Danke dir, Paul. Genau, die mobile.de CSV-Schnittstelle. Ich glaube, da reden wir von einer alten Schnittstelle, die es tatsächlich mal bei mobile.de bis vor einigen Jahren gab. Also früher gab es eine CSV-Schnittstelle. Mittlerweile ist das auf einem etwas neueren Standard, nämlich einem RESTful-Protokoll. Genau, ansonsten die Datendienstleister wurden selbstverständlich im Vorfeld informiert, nämlich um etwa 4 Wochen im Vorlauf des Releases, also ungefähr am Anfang Juli, dann so Anfang August war der tatsächliche Release. Und jetzt hatten sozusagen die Datendienstleister nochmal ungefähr bis heute knapp 7 bis 8 Wochen sozusagen für die Implementierung. Super, Dankeschön. Ich würde auch gleich weitermachen mit der nächsten Frage von Mike Meyer, Feser Graf. Müssen denn alle neuen Felder bedient werden? Gerade im Bereich Ansprechpartner pro Standort hat Mike in dem Fall tatsächlich keine Daten bei sich im DMS-System. Ja, ich glaube, komplett faire Frage und ehrlicherweise genau. Also mit Mike haben wir natürlich auch zum Beispiel im einen in der Runde, der schon OBS-Partnerhändler ist, also Online-Kauf-Partnerhändler ist. Für alte Inserate müssen wir nicht 100% der neuen Informationen anfragen. Es gibt natürlich auch Felder, die weniger relevant sind, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Abholinformationen sprechen, die ja tatsächlich erst bei der Reservierungsanfrage und bei ab dem Zeitpunkt relevant werden, wo sich unser Dispositionsteam um die Lieferung kümmert. Da können wir auch erstmal im Vorfeld auf diese neuen Daten verzichten. Grundsätzlich ist es auch so, dass wir keine automatische Validierung an der Schnittstelle haben. Das heißt, niemand wird eine Fehlermeldung bekommen, wenn er zum Beispiel ein Datenfeld nicht ausfüllen konnte. Okay, dann mit der nächsten Frage, dürfen denn klassische Ex-Miete angeboten werden, das heißt 6 bis 12 Monate alt und bis circa 25.000 Kilometer? Das würde ich gerne beantworten. Die Antwort ist ein klares Ja. Wir wissen, dass ein Teil des Marktes über den Autovermietkanal funktioniert. Und selbstverständlich können diese Fahrzeuge bei uns vermarktet werden. Da sind wir wieder beim Thema Zusatzinformationen für ein Online-Kaufinserat. Ich würde mal behaupten, dass durchaus einige Inserate im klassischen Bereich nicht die Informationen enthalten, ob das Fahrzeug eine Autovermietherkunft hat. Online-Kaufinserate müssen diese Informationen enthalten, denn wenn wir einen Kauf generieren, auf der Basis der Inseratsinformationen und dort wird diese Eigenschaft nicht angegeben, ich glaube, das muss ich niemandem hier in der Runde erklären, dass das zu, wie soll ich sagen, Schwierigkeiten führen kann nach dem Kauf, wenn der Endkunde dann irgendwann entdeckt, das Fahrzeug hatte eine Autovermietvergangenheit. Okay, danke dafür. Dann war auch noch eine Frage im Chat bezüglich der Zulassung und der Auslieferung, ob denn dabei auch noch Zusatzkosten entstehen auf Händlerseite.
Also die Auslieferung und die Zulassung verursacht keine zusätzlichen Gebühren. Sagen wir mal so, das Geschäftsmodell ist noch jung. Wir sind jetzt fast ein Jahr am Markt. Und natürlich werden wir uns hin und wieder anschauen, wie wir von der Gebührenstruktur, von der Kostenstruktur unterwegs sind. Aber Fakt ist, und das sieht man auch in den Kundenversprechen auf mobile.de, wenn Sie so ein Online-Kaufinserat anklicken, was dort angegeben wird, da sind einige Leistungen kostenlos und wir haben neben den Gebühren für den Verkauf selbst, also die Verkaufsprovision, haben wir keine zusätzlichen Gebühren. Dann würde ich auch direkt weitermachen mit einer Folgefrage im gleichen Sinne dazu, denn wie sieht es im Falle einer Rückgabe aus? Ja, da sage ich ein bisschen wie ein Jurist, kommt drauf an. Einige werden jetzt grinsen, auch wenn wir die Gesichter hier, glaube ich, nicht sehen können im Videocall. Was meine ich damit? Was meinen wir damit? Also in der Nutzungsvereinbarung ist es wie folgt geregelt. Ab dem 7. Tag nach dem Verkauf, wenn das Fahrzeug aber noch nicht angemeldet und nicht zugelassen ist und ja dann in der Regel bei Ihnen noch auf dem Hof steht, dann zahlen wir für den Ärger, für den Aufwand eine Pauschale von 400 € netto laut Nutzungsvereinbarung. Wenn das Fahrzeug schon angemeldet und überführt ist zum Endkunden und dann ja wieder zurück muss, dann erstatten wir Ihnen oder zahlen wir Ihnen eine Kompensation, so ist es korrekt formuliert, eine Kompensation in Höhe von 5% des Nettofahrzeugpreises. Auch das ist in der Nutzungsvereinbarung geregelt. Das ist vielen Händlern sehr wichtig. Also die Frage ist durchaus berechtigt, auch wenn wir klar sagen können, wir haben die Erfahrung, sind sehr seltene Fälle. Ja, es kann passieren. Dann kommt der Dienstleister wieder zum Zug, DAD Kroschke, überführt das Fahrzeug wieder zurück zu Ihnen und Sie werden dafür kompensiert, dass Sie das Fahrzeug in Ihren Bestand nehmen. Wie gesagt, eine Handvoll Fälle im Laufe von oder knapp 10 Fälle, wenn ich es richtig im Kopf habe, innerhalb eines ganzen Jahres. Okay, dann eine weitere Frage und ein bisschen Feedback da drin steckt auch. Ich lese es einfach mal unverfälscht vor. Der Online-Kauf ist interessant, aber sehr eingeschränkt für jemanden, der alles hat, was ihr aufgezählt habt. Und ist die Online-Kaufanzeige deutschlandweit sichtbar durch die Lieferung? Und habe ich das richtig verstanden, dass mobile.de dann als Verkäufer auftritt? Ich glaube, das kann man alles so bejahen. Ja, genau. Also aktuell treten wir als Verkäufer auf. Wie schon gefragt wurde mit der Pilotphase, arbeiten wir aktuell im Hintergrund daran, dass auch die Händler in eigenem Namen die Fahrzeuge, das ist ja der Wunsch der allermeisten Händler verständlicherweise, in eigenem Namen handeln können, die Fahrzeuge und auch mehr Erträge daraus generieren. Denn aktuell im Online-Kauf ist der Ertrag im Grunde genommen nur aus dem Fahrzeugpreis zu erzielen, da ja das Finanzierungsthema über die Santander abgedeckt ist und das ganze Thema Zusatzprodukte nicht abbildbar ist. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde einen Fahrradträger, eine Dachbox kriegen soll oder ähnliches, das geht in dem aktuellen Konstrukt noch nicht. Insofern, ja, ist das ein bisschen eingeschränkt, geben wir offen zu. Deswegen arbeiten wir an dieser Erweiterung des Geschäftsmodells. Nichtsdestotrotz, das soll jetzt nicht abgedroschen klingen, das ist ernst gemeint. Nichtsdestotrotz freuen sich viele unserer Partnerhändler über die zusätzlichen Verkäufe der Fahrzeuge. Da wird der ein oder andere Langsteher auch mitvermarktet und wir erreichen nochmal in einen anderen Kundenkreis auch mit dem Thema. Ich hoffe, das hat die Frage soweit beantwortet. Wenn nicht, gerne nochmal in den Chat schreiben und wir greifen es dann gerne nochmal auf. Auch eine sehr gute Frage. Kann man in Zukunft mit der API so filtern, dass man im Grunde genommen Fahrzeuge mit einer gewissen Standzeit inseriert? Wenn ich das mal versuchen darf zu beantworten, ich würde sagen, wir haben bei uns in dieser Seller-API ein dediziertes Feld für die Aktivierung der Fahrzeuge für den Online-Kauf. Ergo auch für die Deaktivierung. Das heißt, Sie haben sowieso die Hoheit darüber, welches Fahrzeug online gehen würde oder nicht. Eine Logik, dass dabei die Standzeit des Fahrzeugs entscheidend wäre, gibt es auf unserer Seite nicht. Das wäre dann, und jetzt Alex, kannst du mich auch gerne korrigieren, aber das wäre dann tatsächlich auch eine Sache, die man mit den, vielleicht mit den Datendienstleister-Einstellungen konfigurieren könnte.
Genau, danke Paul, das ist mal erstmal soweit genau richtig. Also das Thema Langsteher hatte natürlich auch Herr Plietz gerade erwähnt, ist wahrscheinlich ein Wunsch von Ihnen, vielleicht auch nochmal zu versuchen, Langsteher über den Online-Kauf zu vermarkten. Wie die Logik aussieht, das entscheiden Sie am Ende des Tages auf Ihrer Seite, also zum Beispiel ab welcher Standzeit Sie Fahrzeuge über den Online-Kauf vermarkten möchten, da mischen wir uns gar nicht ein. Die Möglichkeit, sozusagen Inserate für den Online-Kauf zu deaktivieren oder zu aktivieren, die haben Sie via die API. Genau. Und wenn Sie das für Fahrzeuge ab einer gewissen Standzeit tun möchten, dann können Sie das natürlich mit Ihrem Datendienstleister zusammen machen. Ja, hier würde ich nur noch ergänzen, kurze Ergänzung, dass Sie die Hoheit haben, das ist vielen Händlern wichtig. Es gibt andere Anbieter am Markt, da wird pauschal alles online gestellt, ohne Rückfrage. Das ist nicht unsere Herangehensweise. Wir geben Ihnen die Hoheit, welche Fahrzeuge Sie online bringen und kein Aber. Und natürlich aus Vertriebssicht wünschen wir uns, dass Online-Kauf nicht Ihr Langsteherkanal ist. Also ja, Langsteher vermarkten wir sehr gerne für Sie. Und wir vermarkten sehr gerne auch Ihren restlichen Bestand. Nichtsdestotrotz, das weiß ich auch, ist es im Autohaus wichtig, dass man auch Kanalsteuerung macht, dass man sich überlegt, welche Fahrzeuge drehen sich schnell, welche gehen vor Ort und so weiter. Also das ist eine legitime und berechtigte Frage, unter Umständen auch das Thema Standzeiten zumindest, sagen wir mal, mit einzubeziehen. Ich habe auch noch zwei spannende Themen. Zum Beispiel Sven Naumann und auch Peter Gutzberg fragen nach Inzahlungnahme. Was können wir dazu sagen? Und ich glaube, thematisch passt auch ganz gut, was Mike Banski hier noch fragt, das Thema Leasingverträge. Was könnt ihr dazu sagen oder welchen Ausblick könnt ihr geben? Ja, fangen wir mal mit der Inzahlungnahme an. Aktuell nicht möglich, in dem Konstrukt. Also da trifft es schon zu, die eine Wortmeldung, die jemand gegeben hat, dass wir mit dem aktuellen Konstrukt ja eingeschränkt sind im Bereich Online-Kauf an der einen oder anderen Stelle. Nichtsdestotrotz, Thema Pilotphase ab Herbst, auch daran arbeiten wir. Ich sage es ganz offen, wir haben aktuell keine digitale Inzahlungnahmelösung. Das wäre natürlich die, wie man im Fußball sagt, Champions League. Die haben wir noch nicht. Wir überlegen aber, ohne jetzt zu viel zu verraten, weil wir sind noch vor Marktstart, wir überlegen uns Lösungen, pragmatische Lösungen, die den Handel unterstützen, die Sie unterstützen, sodass im Anschluss vielleicht an den Online-Klick, also den Kauf-Button-Klick, der Verkäufer in die Lage versetzt wird, das Fahrzeug des Kunden oder der Kundin doch noch in Zahlung zu nehmen, wenn auch nicht voll automatisiert, wenn auch noch nicht voll digital. Also in die Richtung denken wir fühlen, wir spüren, was dem Handel wichtig ist und das Thema Inzahlungnahme gehört definitiv mit dazu. Und zum Thema Leasing, Ach also so, ja. ja, okay. Thema Leasing, das kann vielleicht auch der Alex Thielicke nochmal ergänzen beim Thema Integration der Inserate. Dort wird es ja auch Möglichkeiten geben. Also eine explizite Verzahnung zwischen Online-Kauf und Leasing ist zumindest nach meinem Stand aktuell nicht geplant. Also es gibt sowohl das Produkt Leasing bei mobile.de, es gibt auch das Produkt Online-Kauf. Und über die demnächst bevorstehenden KW 38 stattfindende Integration der verschiedenen Inseratstypen wird es dann auch die Möglichkeit geben, das kann aber nochmal der Alex Thielicke besser erklären, die Möglichkeit geben, zwischen den Varianten hin und her zu wechseln. Genau, da schließe ich mich nochmal kurz an. Also was Herr Plietz ja sagt, ist natürlich goldrichtig. Also es gibt die zwei Produkte, es gibt Leasing und es gibt den Online-Kauf auf mobile.de. Nach der sogenannten Core-Integration, so nennen wir das intern, wenn wir sozusagen die Online-Kaufangebote zurück auf unsere Suchergebnisseite bringen, ist es dann natürlich auch möglich, im klassischen Inserat weiterhin Leasing und so weiter zu sehen. Während halt parallel dazu noch das Online-Kauf-Inserat existiert. Ja, ich glaube, aus Produktsicht kann ich auch noch sagen, dass die langfristige Version von mobile.de schon dahin geht, eine ganzheitliche Customer Journey anzubieten, sprich, dass der Kunde sehr, sehr flexibel gemäß seines Wunsches die Transaktionsart auswählen kann und alles online abbildbar ist. Da entwickeln wir uns ganz klar hin. Herr Forstner, Sie haben gerade im Chat eine Frage gestellt, die auch darauf ausgerichtet ist, wenn ich das richtig lese. Ich hoffe, das ist damit ebenso beantwortet, direkt. Dann hatte ich mir noch herausgesucht, wie es sich denn im Falle von Doppelverkäufen verhält. Also besteht da die Möglichkeit, können wir dazu vielleicht. Ja, können wir, tun wir.
Also als Hausnummer, Faustformel, gut 10% der Fahrzeuge sind gefühlte Doppelverkäufe. Wenn Sie von uns als Online-Kaufpartner eine verbindliche Reservierungsanfrage per E-Mail erhalten, dann haben Sie im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Sie beantworten die mit, ja, hiermit reservieren wir das Fahrzeug verbindlich für die nächsten 48 Stunden. Wenn Sie sagen, oh, das tut uns leid, ich nenne irgendeine Stadt, in Bielefeld haben wir das, herzlichen Glückwunsch, heute Vormittag vor Ort verkauft, es konnte noch nicht deaktiviert werden, das Inserat, das ist ehrlich gesagt Tagesgeschäft im Autohandel, dann antworten Sie uns, tut uns leid, das Fahrzeug ist nicht mehr verfügbar. So, und das gehört wieder zu dem, was ich vorhin Partnerschaft nannte. Wir begegnen uns da auf Augenhöhe und wir wissen gegenseitig, dass sowas normal ist, bis zu einem gewissen Grad. Also wenn wir sagen, es sind gut 10% und wir haben einen Online-Kaufpartner, der uns in 50% der Fälle sagt, die Autos gibt es nicht mehr, dann würden wir schon versuchen, das Gespräch zu suchen, was die Ursachen sind und was wir gemeinsam tun können. Zumindest haben wir damit kein Problem, falls das der Hintergrund der Frage ist, wenn Sie sagen, Sie haben es vor Ort schon verkauft. Und ich habe auch noch eine Frage. Wie sieht es denn aus mit Tageszulassung und mit EU-Fahrzeugen? Ist es möglich, die hier zu inserieren? Und welche Infos sind da notwendig oder auch Pflichtangaben? Ja, also Tageszulassung, Vorführwagen, taktische Zulassung, wie auch immer das genannt wird. Einige sagen dazu 0-Kilometer-Autos. Also all das, was eine Zulassung hat, kann von uns vermarktet werden. Da gibt es jetzt erstmal keine Einschränkungen. Vielleicht eine ganz grobe allgemeine. Das Fahrzeug sollte zulassungsfähig, im Bereich der Europäischen Union sein. Also wenn es jetzt irgendwelche Fahrzeuge, gibt, die importiert werden und die dann noch per Einzelgutachten von TÜV oder DEKRA, noch eine Abnahme bekommen müssen oder ähnliches, das geht nicht. Also solche Exoten können wir nicht handeln. Aber das Übliche, was sich bei, ich sag mal, deutschen Autohändlern im Bestand befindet, können wir problemlos vermarkten. Das ist auch alles in der Nutzungsvereinbarung geregelt. Also ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Da gibt es dann ein paar Ausschlüsse für Supersportwagen, die wir nicht handeln. Keine Oldtimer, und sowas. Also ein paar Ausschlüsse gibt es schon. Keine Wohnmobile oder ähnliches. Ja, aber es geht auch, wenn Sie sagen, Sie kaufen in Spanien Mietwagen zu, machen ja auch einige, wobei ich glaube, es sind weniger geworden. Auch das geht, die vermarkten wir. Solange das problemlos zulassungsfähig ist, das Fahrzeug, und wir die Informationen fürs Inserat auch erhalten, die wir brauchen, dann ist das kein Problem. Dann würde ich gerne weitermachen mit einer Frage. Wenn die Fahrzeuge sowohl über den Händler und mobile.de angeboten werden, kommt es dann nicht oft zu Nachfragen auf der Kundenseite, beziehungsweise also vielleicht beim Händler, beziehungsweise bei mobile vielleicht auch? Und wie kommunizieren wir als mobile das dann zurück an den Käufer? Ja, auch das würde ich sagen, ist Tagesgeschäft und kennen die allermeisten Händler auch von anderen Börsen, von ihren Kunden, dass sie umtriebig sind. Ich würde sagen, im durchschnittlichen Deutschen steckt auch eine Jäger- und Sammelleidenschaft. Ich weiß nicht, wie ich das am besten formuliere. Die Menschen sind umtriebig, filtern die Fahrzeuge hin und her. Und ich meine, wenn man sich ein Fahrzeug nimmt mit einer gewissen Kilometerlaufleistung, mit einer Erstzulassung, man kann das relativ gut eingrenzen über den Preis. Also wer eins und eins zusammenzählt und diesen Sport machen möchte, und das tut ein Teil der Kunden, ja, der kann auch dann den Händler kontaktieren. Da würde ich erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch, weil Sie haben einen Kunden, der sich auf Ihr Fahrzeug bewirbt und der Interesse daran hat. Das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein. Und ja, es kann auch passieren, dass die Kunden die beiden Angebote nebeneinander halten. Ohne jetzt zu weit auszuholen, weil das ist ihre Domäne und nicht mein Verantwortungsbereich. Ich glaube, es gibt gute Argumente für ein Autohaus zu sagen, hier gibt es eine persönliche Beratung vor Ort, hier kann man den Servicebereich vorstellen. Sie werden nicht, wie soll ich sagen, online behandelt, sondern da ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Es gibt gute Gründe, warum jemand vor Ort kauft, und es gibt gute Gründe, warum Menschen sagen, ich fliege 3 Wochen in Griechenland Urlaub und das Auto soll geliefert sein, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme. Und deswegen bestelle ich es online. Also ich glaube, was ich eingangs sagte, gilt. Für beides gibt es Anwendungsfälle und beides sind wichtige Standbeine im Autohandel. Und gleich noch die Anschlussfrage von Herrn Naumann, denn von Herrn Naumann war die Frage gerade, welche Fahrzeuge oder werden die Fahrzeuge ausschließlich zu den Angebotspreisen auf mobile.de verkauft? Ja, guter Punkt. Also einmal zum Thema Komplexität. Gibt es mit Sicherheit Händler, die das schaffen würden, aber wir haben uns dagegen entschieden.
Wir arbeiten mit einheitlichen Preisen. Also ein klassisches Inserat von einem, sagen wir mal, Seat Ibiza für 19.900 Euro wird auch als Online-Kauf-Inserat für 19.900 Euro angeboten. Übrigens, wenn Sie den Seat Ibiza dann in Bielefeld verkauft haben und ihn deaktivieren, dann deaktivieren Sie das Online-Kauf-Inserat praktischerweise gleich mit. Und Thema Preisverhandlung, auch nicht ganz zu unterschätzen in diesen Zeiten. Online-Kaufautos werden nicht im Preis verhandelt. Der Kunde klickt zu dem Preis, der angeboten wird. Und da gibt es dann nicht noch Fußmatten oben drauf oder ich brauche einen vollen Tank oder ich muss noch drei Sachen nachverhandeln, sondern das ist der Preis, wie man im Englischen sagt, take it or leave it. Und die Kunden kaufen dann zu diesem Preis, zu diesen Konditionen. Ich würde gerne ganz gerne eine sehr wichtige Frage aus dem Chat direkt noch aufnehmen, und zwar, ob denn die vorvertraglichen Informationen bereits im Inserat ausgespielt werden oder erst nach der Anfrage, bei der Anfrage. Ja, ein guter Punkt, ein wichtiger Punkt wird immer wieder verständlicherweise gefragt, weil auch jeder Autohändler selber das Thema hat und auch da zum Teil Blätter für die Dispo existieren, für die Verkäufer, um das Thema zu regeln im Kaufvertrag. Wir regeln das auf verschiedene Arten. Also einmal gibt es die sogenannten Checkboxen oder Haken im Kaufprozess, also der Kunde hakt an, ausdrücklich, dass er hiermit anerkannt hat, da gibt es ja auch die sogenannte negative Beschaffenheitsvereinbarung. Er hakt an, dass er verstanden hat, dass dieses Fahrzeug unter Umständen gewisse Einschränkungen hat. Und nehmen wir jetzt so einen Fall, wir haben ein Inserat, wo ein Schadenfoto mit angegeben wird. Könnten auch hier nochmal eins in der Runde zeigen, wenn gewünscht. Das haben wir als Backup vorbereitet. Dann wird der Kunde sehr wohl darüber aufgeklärt, dass da, was weiß ich, abweichende Lackdichte ist oder dass da ein dollarer Kratzer im Lack ist und das wird ihm offenbart. Und das hakt er dann auch an. Und das ist Teil der vorvertraglichen Informationspflichten. So, was auch wieder, sage ich ganz offen, zum Tagesgeschäft gehört und nicht ausbleibt, ist, ich mache einen Beispielfall. Das Fahrzeug hat keine dokumentierten Schäden, das Fahrzeug wird verkauft und Sie stellen fest, auf dem Platz hat ein anderer Kunde, weiß ich nicht, nach der Probefahrt die Tür reingehauen in das Nachbarauto und jetzt ist da die Delle drin. So, jetzt würden wir streng genommen sagen, vorvertragliche Informationspflichten sind erledigt. Der Kaufvertrag, könnte man sagen, ist ja zustande gekommen. Wir kontaktieren den Kunden und sprechen mit ihm nochmal darüber. Das ist etwas, wie soll ich sagen, was im Tagesgeschäft passiert, vielleicht nicht ganz im idealen juristischen Lehrbuch steht, aber zumindest im Tagesgeschäft ein pragmatischer Weg ist, den Kunden zumindest noch zu informieren. Und dann kann der Kunde immer noch entscheiden, nein, damit bin ich nicht einverstanden. Oder es gibt durchaus Kunden, sind wir immer wieder mal überrascht, die sagen, ja gut, kein Problem, ist ja eh ein Fahrzeug, was ein Gebrauchtwagen ist und der kriegt nächste Woche vielleicht schon die nächste Delle durch mein Fahrverhalten. Dann gäbe es noch eine Frage zu den Pflichtfeldern von Herrn Pienemann. Ob denn bei Tageszulassungen Gutachten, Servicehefte und so weiter verpflichtend sind? Und ich denke, das kann ich auch beantworten. Alex, genau wie vorhin, bitte berichte mich gerne, falls ich hier falsch liege, aber Servicehefte sind Pflicht, genauso wie ein Gutachten oder eine Car-Checklist, die dabei Ja, mit als Einschränkung. okay. Also eine kleine Korrektur muss ich machen, weil das zielt nach meinem Verständnis auf das Thema Vorführwagen-Tageszulassung ab. Das sind Fahrzeuge, die haben zum Beispiel für Monats- und Quartalsziele, ich habe jahrelang auf Herstellerseite gearbeitet und kenne das, die sind taktisch zugelassen worden, die wurden nicht bewegt, die stehen zum Teil in der Ausstellungshalle und sehen picobello aus und die haben nur die sogenannte Nullinspektion oder Auslieferungsinspektion. Also bei diesen Fahrzeugen brauchen wir keinen Servicenachweis. Es ist ja noch gar kein Wartungsintervall, was in irgendeiner Weise abgelaufen ist. Da können wir darauf verzichten. Und bei dem Fahrzeug, was keinen Schaden hat, in der Ausstellungshalle steht, brauchen wir auch kein TÜV-Gutachten. Ich hoffe, dass die Frage damit beantwortet ist. Sehr schön. Dann haben wir noch die Frage, ob denn über mobile.de die Haustürlieferung kostenlos sei. Ich glaube, das haben wir jetzt schon bestätigt, auch im Verlauf. Dann noch eine Frage zum Bezahlen der Rechnungen. Hier wird gefragt, wie lange es dauert, bis mobile die Fahrzeugrechnung beglichen hat. Und wenn ich mich so weit aus dem Fenster lehnen darf, dann auf jeden Fall, dass es bei uns ziemlich schnell passiert.
Erfahrungswerte gehen hier bis zu 2 bis 3 Tage nach Kauf. Wir behalten uns allerdings auch vor, dass es auch bis zu einer Woche dauern kann. Ja, das ist in der Nutzungsvereinbarung geregelt, genau richtig wiedergegeben, Paul. Wir sind in der Praxis schneller. In der Nutzungsvereinbarung steht 7 Arbeitstage ab Erhalt der Rechnung. Also Sie können uns in der Sekunde, wo der Kauf zustande kommt, können Sie uns die Rechnung stellen. Wir haben Händler, die sind extrem schnell dabei und das sichert Ihre Liquidität und dann lösen Sie bei uns intern den Prozess aus, dass die Bezahlung angestoßen wird. Von daher, ja, wir sind schnell und also ich habe jetzt noch nicht gehört, dass wir Rechnungen nicht schnell genug bezahlt hätten. Ich weiß aber, dass das ein wichtiges Thema im Handel ist, Thema Liquidität. Wunderbar, danke Ingo, Alex, soweit schon mal. Und wir möchten Sie motivieren, was Ihnen noch einfällt, schreiben Sie es in den Chat. Genauso können Sie uns ja auch danach noch jederzeit erreichen. Wir blenden gleich nochmal eine Adresse ein, denn oftmals ist es so, in dem Moment kriegt man so viele Informationen und abends oder am nächsten Tag denkt man, so ein Mist, hätte ich das mal gefragt. Also, wir sind ja morgen nicht verschwunden, auch morgen beantworten wir noch Ihre Fragen. Ich nutze mal ganz kurz die nächsten 2, 3 Minuten, um Ihnen mal noch einen Ausblick zu geben. Was haben wir denn in den nächsten Wochen und Monaten für Sie vorbereitet? Sie haben sicherlich alle mitgekriegt. Es gibt ab Oktober neue Pakete bei mobile.de. Aus 3 bisherigen werden dann 4. Also die 3, die es gibt, die werden praktisch nur umgenannt. Und dann gibt es noch ein super Paket obendrauf, das heißt dann Platin-Paket. Damit verbunden sind ganz, ganz viele neue Funktionen für Sie, fürs Tagesgeschäft im Handel. Und da werden wir spezielle Webinare anbieten. Hier haben Sie schon mal die QR-Codes, können Sie sich gerne anmelden für sich selbst oder Ihre Kollegen und Kolleginnen. Wir gucken uns die neuen Funktionen an, zum Themen Sichtbarkeit, Nachfrage, Inseratsgestaltung und Kommunikation und auch alles rund um Daten, denn da machen wir unsere Schatztruhe noch ein bisschen größer auf. Die Informationen zu den Produktupdates und zu den neuen Paketen finden Sie auch hier. Und wir laden Sie natürlich herzlich ein, uns auch auf verschiedenen Social-Media-Kanälen zu folgen, von Facebook über LinkedIn bis zu YouTube, spezielle Kanäle gerade für Handelswissen, für die Branche haben wir da vorbereitet. Wozu möchten wir Sie noch einladen? Das sehen wir dann auf der nächsten Seite. Das ist unsere große mobile.de Konferenz MOA 23 heißt es unter dem Namen Next Level. Also 2 Tage vollgepackt mit den großen wichtigen Sachen für Sie, Informationen, die den Kopf aufmachen, aber auch massig viel immer in Verbindung mit dem Handel gemeinsam für das Tagesgeschäft. Also Informationen, die Sie aufschnappen können und nachmittags schon umsetzen. Da haben Sie den QR-Code. Totale Empfehlung, melden Sie sich an, seien Sie dabei, Sie werden ein Wow-Erlebnis haben oder mehrere. Was ist noch wichtig auf der nächsten Seite? Das ist, dass Sie natürlich ein Teilnahmezertifikat bekommen können. Wie am Anfang schon erwähnt, in 2 Tagen geht automatisch eine E-Mail raus an jede angemeldete Adresse. Da sind die Downloads-Links für die Aufzeichnung drin. Da können Sie das PDF dieser Präsentation herunterladen und auch dieses Zertifikat. Genau. Und was für uns auch noch ganz wichtig ist, das machen wir bei jedem Webinar, wir wollen Sie fragen, wie hat Ihnen dann das heutige Webinar gefallen? Wir sind ja noch etwa eine halbe Stunde hier für Sie, also alle Fragen und Anmerkungen, die noch kommen. Die nehmen wir dann gern entgegen. Und hier hätten wir von Ihnen gern einfach mal ein paar Schulnoten. Also sehr gut. Ich habe es extra in Worten geschrieben. Nicht, dass es wie in der Bewertung passiert. Wunderbar. Es hat mir alles gefallen beim Männler. Der kriegt einen Stern. Schade, hätte er mal lieber 5 gekriegt. Also hier soll es ein bisschen eindeutiger sein. Wie hat Ihnen das heutige Webinar gefallen? Und da haben wir schon, ja, alle geantwortet. Und das teile ich Ihnen mal. 59% geben eine 1. Wunderbar. Vielen Dank. 36% sagen gut. Und 5% sagen, befriedigt bin ich mit all meinen Fragen. Ich hatte offenbar also gutes Ergebnis. Vielen Dank, dass Sie sich auch so engagiert haben und hier mitgemacht haben. Auf der nächsten Seite noch als Hinweis eine Adresse, wo Sie uns erreichen können. Das kann sein, Sie haben mit dem Team vielleicht auch schon Kontaktdaten ausgetauscht. Allgemein können Sie uns auch über webinar@team.mobile.de erreichen. Wie angesprochen, vielleicht fällt Ihnen abends oder morgen, übermorgen, nächste Woche noch etwas ein oder Ihre Kollegen schauen das dann in der Aufzeichnung und haben dann eine Nachfrage. Also hier sind wir für Sie erreichbar. Jede Frage wird beantwortet. Super. Also danke für die Aufmerksamkeit und jetzt ist nochmal Zeit, um in den Chat zu schauen. Dann gebe ich wieder an Paul. Ganz lieben Dank, Dirk.
Wir haben nämlich noch eine Frage von Mike von Tesa Graph und die ist hauptsächlich an Alex gerichtet, ob denn eine Schnittstelle zum Genesis noch geplant ist. Das ist, ich kenne Genesis nie, selber nicht, aber offenbar werden dort Fahrzeugdokumente hinterlegt, TÜV-Gutachten und andere Sachen. Und ob denn geplant ist, da eine Schnittstelle aufzubauen, sodass quasi diese Vorqualifizierung durch weitere Dokumente und Gutachten von uns gemacht werden könnte. Ja, ich hoffe, das ist okay, wenn ich die Frage etwas allgemeiner beantworte. Also viele in der Runde arbeiten wahrscheinlich mit weiteren Datenanbietern zusammen, mit Drittanbietern für Dokumentengenerierung, Protokollierung, Bilder und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Anliegen, dass Sie mit Produktwünschen auch immer direkt auf uns zukommen. Dann auch nochmal gerne, Mike, in deine Richtung. Wir können uns darüber auch gerne nochmal bilateral austauschen und uns die Tools im Detail anschauen. Also dafür sind wir sehr, sehr offen. Konkreter kann ich die Frage jetzt leider gerade nicht beantworten. Machen wir Okay, es. sehr gut. Dann jetzt haben wir keine weiteren offenen Fragen, so wie ich das einschätze. Wenn ich mich täusche, tut es mir sehr leid. Sie können uns aber, wie Herr Walter vorhin schon gesagt hat, auch uns noch im Nachhinein die Fragen schicken, sollten wir hier eine übersehen haben. Genau. Einmal zurück zum QR-Codes. Ja. Genau. Ja, viele Grüße, Herr Norman. Viele Grüße nach Chemnitz. Oder vielleicht sind Sie gerade in Dresden, je nachdem. Genau. Ingo, schaltest du bitte nochmal zurück, dass wir die nächsten Webinartermine finden? Genau. Also hier haben Sie nochmal die QR-Codes. Und da gibt es, also Sie finden alles auch auf unserer Archivseite. Jeder von Ihnen bekommt ja im Nachgang die Präsentation und die Download-Links dafür. Und da ist auch ein Link fürs Archiv drin. Und in diesem Archiv haben Sie auch gleich immer die nächsten Webinare aufgezeichnet oder vorgeschlagen, terminiert, sodass Sie sich jederzeit da anmelden können für die Themen, die Sie besonders interessieren oder die Ihre Kollegen und Kolleginnen interessieren. Ich glaube, es gab noch eine offene Frage von Marcel Schurnacker. Ich lese mal ganz kurz Genau, vor. Meine ich, Frage ja. würde mich interessieren, was die Sichtbarkeit angeht. Paul, vielleicht hast du die Frage, auf die Marcel sich referenziert. Genau, also ich suche sie gerade. Sie leider nicht zwischendurch gefunden. Ansonsten, bevor hier Schweigen im Walde ist, freuen wir uns, wie der Dirk Walter schon sagte, über Ihr Feedback. Und auch das meinen wir ernst. Wir werten auch aus, wie Sie uns bewertet haben für das Webinar. Und Sie können uns auch jederzeit per E-Mail kontaktieren, also einmal über diese eingeblendete Webinar-E-Mail-Adresse oder, was sich weiter vorne gezeigt hat, über die Online-Kauf-E-Mail-Adresse. Also auch wenn Sie Fragen, Anregungen, Feedback zum Thema Online-Kauf haben, freuen wir uns darüber selbstverständlich auch. Okay, jetzt hat Herr Schomaker, war noch mal so nett und hat noch mal seine Frage noch mal da niedergeschrieben. Also wird der Online-Kauf in Zukunft für Online-Händler die FINA und die Finanzierung und Lieferungen im eigenen Haus haben geöffnet? Und ist die Online-Ads deutschlandweit sichtbar? Die deutschlandweite Sichtbarkeit haben wir auch schon vorher mal gesagt, ist auf jeden Fall gegeben. Ja, also die Anzeigen werden ganz normal auf mobile.de ausgespielt und wie der Alex Thielicke vorhin gesagt hatte, steht die sogenannte Core-Integration unmittelbar bevor. Oder wie ich es formuliere, wir werden dann endlich die PS richtig auf die Straße kriegen. Das heißt, diese aktuell 8000 Online-Kauf-Inserate sind dann nicht mehr separat zu filtern und zu finden, sondern sie sind in den Ergebnislisten auch zusammen mit den klassischen Inseraten. Und das ist relativ wichtig, auch für die Reichweite und die Sichtbarkeit aller Online-Kaufinserate. Und das Thema Finanzierung, Paul, war noch,
Da geht es wahrscheinlich darum, ob die Partnerbanken des jeweiligen Händlers Anwendung finden können. Vermute ich einfach mal. Wenn das die Frage ist, momentan sind wir im aktuellen Geschäftsmodell limitiert auf den einen Partner Santander. Das heißt, wir haben Händler, die sagen, wir würden gerne unseren Bankenpartner nehmen. Manche haben Vorgaben, Penetrationsquoten, Verträge abgeschlossen, wie viele Finanzierungsverträge zur jeweiligen Bank gehen müssen in einem Zeitraum. Das ist uns wohl bewusst. Das können wir im aktuellen Geschäftsmodell leider nicht abbilden. Auch das ist etwas, was für die Pilotphase kommen soll, kommen wird. Wahrscheinlich eher über einen Workaround erstmal. Aber ja, wir wissen, dass der Handel, dass Sie auch mit dem Thema Finanzierung natürlich Geld verdienen, Erträge ziehen. Und das werden wir perspektivisch ermöglichen in der Erweiterung des Geschäftsmodells. Ich sehe einen Daumen, dann scheint Okay. das gestimmt zu haben oder gepasst zu haben. Ich glaube, ja, Herr Schumacher hat auch nochmal nachgehakt bezüglich Finanzierung, aber ich glaube, das hast du jetzt erwähnt. Von daher hoffe ich, dass es beantwortet ist. Und dann war auf jeden Fall noch eine Frage von Herrn Kutzner früher. Sorry, tut mir leid, das habe ich übersehen. Ist denn geplant, die Kommunikation mit dem DAD und der Auslieferungsplanung zwischen Händler mobile.de und eben dem DAD zu verbessern? Der reine Ticket-E-Mail-Verkehr und der DAD, der sich bei allen auf Datenschutz beruft, ist wirklich sehr, sehr anstrengend und langwierig. Also ich glaube, im Kern der Frage, ob wir hier noch weiteres planen im Sinne der Verbesserung. Ja, also die kurze Antwort ist ja. Die längere Antwort ist, wir werten das intern aus. Also neben dem Team von Paul Stübing für das Thema Inserate unter anderem gibt es noch ein eigenes Team Fulfillment, Disposition, Logistik. Da sind Menschen, die selber in Autohaus-Dispos gearbeitet haben. Und wir wissen, dass da nicht immer alles optimal läuft. Also den konkreten Fall, wenn da was sein sollte, würde ich darum bitten, dass Sie es uns per E-Mail mal zukommen lassen, Herrn Stübing oder mir, dass wir uns das anschauen können. Und ja, wir sprechen mit den Partnern. Und das hat jetzt ist nicht irgendwie eine Generalkritik an DAD Kroschke. Also bitte nicht so interpretieren wir. Es ist in Vorbereitung, dass wir uns dort etwas breiter aufstellen. Wir werden wahrscheinlich über kurz oder lang mit einem zweiten Partner für das Thema Auslieferung arbeiten. Das wird Ihnen ähnlich gehen im Autohaus. Ein Partner, der sehr gut funktioniert, ist top. Wenn aber da mal irgendwas ist, dann, wie soll ich sagen, dann ist man in der Bredouille und wir wollen uns dort breiter aufstellen und die Vorarbeiten sind hinter den Kulissen erfolgt. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Wunderbar. Gut, ich glaube, dann sind wir durch mit den ganzen Fragen. Angebot steht, alles, was Ihnen in Zukunft noch einfällt, wenden Sie sich an uns. Wir freuen uns drauf und bedanken uns ganz herzlich, dass Sie dabei waren und so viele tolle Fragen gestellt haben. Und ja, unser Wunsch ist natürlich, dass Sie auch mit unserem Angebot Online-Kauf gutes Geschäft für sich selbst, für Ihren Betrieb generieren können. Und ich möchte ganz herzlich nochmal unserem Expertenteam hier danken. Ingo, Alex und Paul. Toll, dass ihr alle da wart. Toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Genau. Dank. Eine Frage gibt es jetzt noch. Welche Regelung gibt es bei Fahrzeugen mit Modulen, also Connected Fahrzeuge? Da müsste ich zurückfragen, was genau gemeint ist. Also die Fahrzeuge müssen eingerichtet werden, wenn das die Frage ist. Also die Dienste müssen aktiviert werden in aller Regel. Ja. Und so wie ich das von Vorführwagen kenne, wird das dann für einen Vorführwagen auch gemacht. In dem einen oder anderen Fall womöglich nicht, aber ja, wenn das Fahrzeug darüber verfügt, dann sollte das aktiviert werden. Genau. Oder die Und Frage, ja. ja, also ich würde es auch so interpretieren und Andreas Forster hat dazu passt dazu gefragt, was passiert denn bei der Auslieferung? Gibt es eine Fahrzeugeinweisung? Ja, da sind wir offen gesprochen bei einer Achillesferse des gesamten Online-Kaufkonstruktes angekommen, unweigerlich. Also, wenn Sie jetzt mit den Autohausmaßstäben von einem Markenhändler herangehen, gerade im Neuwagenbereich,
Zum Teil werden ja die Auslieferungen schon gesplittet in zwei Teile und der Connected Car-Teil, der interaktive, internetbezogene Teil, wird ja dann manchmal sogar separat gemacht. Mit Verlaub, das können wir im Online-Kaufbereich, wenn wir ausliefern lassen, auf der eigenen Achse zum Endkunden nicht leisten. Das ist nicht unser Anspruch. Nichtsdestotrotz gibt es mit DAD Kroschke vereinbart eine Kurzübergabe, wo die wesentlichen Dinge abgebildet werden, inklusive sicherheitsrelevanter Aspekte wie Warnblinker oder ähnlichem. Der Kunde bekommt eine kurze Übergabe. Kurz im Sinne, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, irgend sowas von 10 bis 15 Minuten. Also das reicht bei weitem nicht an eine Herstellervorgaben entsprechende Auslieferung bei einem Vertragshändler ran. Nichtsdestotrotz haben wir vereinbart, dass die Kunden da eine Information bekommen und dass sie auch, dass ihnen nicht einfach auf gut Deutsch der Schlüssel über den Zaun geworfen wird. Genau, und dann noch das Thema Bewertung. Ja, wichtig. Wie verhält es sich mit den Bewertungen? Bekommt mobile die Bewertung, weil wir in dem Fall der Verkäufer sind? Das habe ich jetzt nicht verstanden, ob wir Bewertungen bekommen, wie das. Ja, also Normalfall, so interpretiere ich die Frage. Ich als Händler verkaufe ich natürlich meine Fahrzeuge über mein Ladengeschäft und so weiter und bekomme hinterher natürlich Bewertungen auf den verschiedenen Börsen, bei Google. Bei Mobilia genauso. Wie ist es denn hier mit dem Thema Bewertung? Also was ich weiß, ich muss gestehen, ich bin da nicht so tief drin wie in manch anderen Themen. Vielleicht wissen Paul und Alex noch mehr oder Rat. Was ich weiß, ist, das passiert unweigerlich im Internet. Ich habe selber schon gegoogelt, wie man das eben so macht. Es gibt Bewertungen über Online-Kauf, die man im Internet findet und da sind nicht nur positive dabei. Also wir müssen uns dem genauso stellen. Wir sind transparent im Internet und deswegen werden wir und unsere Arbeit auch von den Endkunden, die diese Fahrzeuge kaufen und übergeben bekommen, werden wir auch bewertet. Natürlich sind das jetzt nicht die Massen wie bei Ihnen im Fahrzeughandel. Wenn Sie überlegen, wir sind noch nicht mal ein Jahr am Start, dann reden wir über ein Marktsegment, ein Zukunftsmarkt. Ja, dazu stehe ich nach wie vor. Nichtsdestotrotz ein Marktsegment, was noch überschaubar ist. Ist es jetzt nicht so, wie bei einem Hotel mit 1000 Zimmern, dass sie dann 3000 Bewertungen dazu finden? Ja, also der Anteil derjenigen, die gekauft hat, nicht jeder bewertet, da bleibt dann eben entsprechend eine kleinere Schnittmenge oder Teilstichprobe übrig. Genau. Und das natürlich auf den öffentlichen Plätzen, wo man im Internet bewerten kann. Hier kann man es ja nicht dem einzelnen Account zuordnen. Wunderbar. Ich denke, das war eine richtig runde Sache. Und ich denke, wir haben alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen hier vollgestopft mit Informationen und mit Gedankenanstößen. Freuen Sie sich auf die Präsentation, die Sie dann übermorgen in Ihren E-Mail-Postfächern finden. Alles, was an Fragen kommt, schreiben Sie uns webinar@team.mobile.de. Und wir wünschen Ihnen alles Gute, gute Geschäfte und einen schönen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und dann schon mal ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Vielen Dank. Danke sehr. Ciao zusammen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.